Aber dann ist die Maske für meine Begriffe primär was zum Fremdschutz, nicht so sehr zum Eigenschutz. Okay. Zum Eigenschutz bringt dir wahrscheinlich eine Brille noch mehr als eine Maske. Hä? Ja, die Tröpfcheninfektion läuft ja meistens eher über die Augen. Es ist ja selten so, dass dir jemand in den Mund hustet oder in, also. Ist auch selten so, dass mir jemand in die Augen hustet, ehrlich gesagt. Also zumindest. Nee, also, ja, aber da hast du halt auch Schleim heute. Tata, guten Tag. Hier ist wieder Alte Herren und Junge Frau TV. Es reimt sich sogar. Ja, was? Ja, schau's an. Herr Watzel, General Watzel sieht erholt aus. Du warst auf einer griechischen Insel im Exil. Richtig. Genau, und hast, wie ich vorhin erfahren durfte, noch schnell vorher dir dass die Corona-Nummer einmal durch die Nase gezogen, bevor du dann Corona-los auf die Insel gefahren bist. Richtig, den BA5-spezifische Booster-Infektion. So, also heute hier dabei zum fucking Corona-Update. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir schon wieder eins machen oder überhaupt noch eins machen und es wird nicht das letzte bleiben. Sind die Kulturwissenschaftlerin Alexa Waschkau. Guten Abend. Hallo. Der Diplompsychologe Alexander Waschkau. Guten Abend. Sag mal, seid ihr verheiratet oder wieso habt ihr denselben Nachnamen? Ist als Künstlernamen. Ist gecastet. Okay. Also ist fake genau. Hier. Und apropos Carsten, da ist er auch schon. Der Carsten Watzel. Was ist denn dein Doktortitel? Was bist du? Bist du Doktor? Reanat. Dr. Reanat. Ja. Was heißt das? Rerum Naturum, also der Naturwissenschaften. Ah. Okay. Gut, das ist schön. Du kriegst da immer die richtige Endung drauf. Ich tue mir da immer schwer, weil ich ja nun kein Lateiner bin, ja. Und du bist, das sollte man nochmal sagen, deswegen dein Spitznamen der General, der kommt nicht vom Putzzeug, sondern der kommt daher, dass du der Generalsekretär der Immunologischen Gesellschaft bist. Der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bin. Ist das was anderes als die Immunologische Gesellschaft? Ja. Die heißt halt nicht so. Aber es ist gleich. Ja, aber man könnte doch. Bei den Physikern heißt das so. Bei den Physikern heißt es Deutsche Physikalische Gesellschaft. Ich wollte gerade sagen, wieso heißt es bei den Physikern Immunologische Gesellschaft? Das wäre ja völliger Quatsch. Außerdem heute dabei Holm Gero Hümmler. Du bist auch ein Doktor, gell? Ich bin auch Dr. Reanat, ja. Aber wie gesagt, ich weiß immer nicht, wie das Rerum oder Rerum, keine Ahnung. Also. Die haben den gleichen Doktortitel, siehst du, Biologie, Physik, alles das Gleiche. Herum, ja. Serum. Mein Vater hat immer mit großen Freuden den wirklich beschissenen Witz erzählt. Was ist der Unterschied zwischen Penicillin und einem Mönch? Penicillin ist ein Heilserum und der Mönch hat ein Seilherum. Okay. Jetzt wissen wir auch, wo Kentucky Fried Ficken herkommt. Ja. Gut, ich finde, dann haben wir das Niveau auf jeden Fall jetzt schon mal nivelliert und jetzt können wir darauf können wir jetzt aufbauen. Sollte uns auch Tommy, vielleicht solltest du nochmal erklären, dass das Seil als Gürtel um den Bauch getragen wird und nicht um den Hals. Ach also so, vielleicht denken die, ja, nicht, dass die Leute denken, irgendwie, der hat ein Seil herum, weil er sich irgendwie. Auch möglich, aber nee, ja. Ich glaube, nee, Suizid ist ja in der Kirche verboten, oder? Das darf man nicht. Das macht genau. Ja nichts. Das ist ja so einiges aber verboten in der Kirche, dass sich keiner hält. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das machen wir über nächste Woche, vielleicht trotzdem nicht. Wir sprechen heute wir reden heute über fucking Corona. Ich habe diverse Fragen vorbereitet und direkt wieder vergessen. Darum würde ich sagen, beginnen wir mal damit. Ich möchte tatsächlich gerne wissen, was ist denn jetzt mit dem Long-Covid und dem Post-Covid? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, was da der Unterschied ist? Oder ist man sich da noch nicht so im Reinen? Wer kann darauf antworten? Und idealerweise jemand, der es auch weiß. Weiß das überhaupt jemand? Soll ich mal anfangen? Du kannst gerne mal anfangen. Ich fange mal an. Also, erste Aussage ist, wir haben keine sauberen Definitionen für Post- oder Long-Covid. Geht ja schon wieder super los, vielen Dank. Ja, das ist aber nun mal so, wir können es ja nicht ändern, wenn wir denn wissenschaftlich genau bleiben wollen. Was man gemeinhin findet im Moment, ist, dass alles das im Moment unter Post-Covid subsumiert wird, was 3 Monate nach der Erkrankung noch an Dingen auftritt.
Und wenn es darüber hinaus zum Beispiel Ermüdungserscheinungen, andere Dinge gibt, dann spricht man im Moment von Long-Covid. Mhm. Das ist so eine erste grobe Definition. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, dass, und man kann sich mal den Spaß machen, bei PubMed, das ist so eine medizinische Datenbank, das mal einzugeben, da wird man sehen, dass jeden Tag... PubMed? Publication. Ja. Ach so, ich dachte, klebriger Honigmet habe ich gerade. Nein. PubMed ist die weltweit größte medizinische Datenbank für wissenschaftliche Literatur, ja, außer Medizin. Mhm. Und wir sehen, dass da tagtäglich hunderte von wissenschaftlichen Studien zum Thema Long-Covid veröffentlicht werden. Man forscht gerade daran, man will ja auch herausfinden, ist das jetzt etwas, also was genau beschreibt denn Long-Covid, was gehört zu Long-Covid dazu, mhm, was gehört nicht dazu, ist es vielleicht etwas, was auch denkbar wäre, dass wir jetzt gewisse Symptome uns genauer angucken, die wir uns früher gar nicht angeguckt haben. Also wenn Menschen generell sich erschöpft gefühlt haben, nicht leistungsfähig waren oder gesagt haben, ich krieg Dinge nicht hin, weil mir die Energie fehlt, andere Dinge, dann haben wir früher uns andere Dinge angeschaut, an denen das liegen kann. Da gibt es eine ganz breite Palette von Schilddrüse, psychische Erkrankungen, was auch immer, was man da sich angucken kann natürlich. Eisenmangel, was weiß ich. Also da gibt es ja 1000 Gründe, warum man das haben kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass jeder, der sowas feststellt und irgendwann Corona gehabt hat, Covid-19, sagt, oh Gott, ich habe Long-Covid. Und das macht es jetzt gerade sehr, sehr schwierig, das voneinander zu unterscheiden. Was sehr, sehr gut ist für alle Menschen, die... ich sag mal, irgendwas aus dem Bereich der Fatigue-Erkrankung hat, ist das gerade eine gute Zeit, weil wir da jetzt sehr genau hingucken, viel forschen, uns das sehr genau angucken und Symptomatiken genau angucken, versuchen, die Dinge auseinander zu dividieren. Das ist natürlich jetzt blöd für die Leute, die sagen, habe ich das nicht, geht das wieder weg? Was habe ich eigentlich? Woran liegt es? Für die ist das gerade unangenehm. Aber das ist so ein bisschen der wissenschaftliche Prozess. Und was man leider aber auch sagen muss, um mal ein bisschen Kritik an der aktuellen, am Gesundheitsmarkt zu äußern, das erlaube ich mir mal zu tun, ist, wir erleben natürlich jetzt auch, dass viele Reha-Kliniken ganz begeistert sind und sagen, prima, Long-Covid, alles Long-Covid, alle zu uns, liebe Krankenkassen, bitte Reha bezahlen, wir nehmen alles auf, wir machen für alles Mögliche. Aber da haben wir ein paar Sachen gelesen, die Sophia und ich, die uns sehr beruhigt haben, denn uns wurde immer wieder gesagt, passen Sie auf mit Bewegung, mit Sport, sich zu überanstrengen, wenn Sie Long-Covid haben, um Gottes Willen nicht tun. Und wir merken das dann auch, wenn Sophia sich, keine Ahnung, ein bisschen anstrengt, was das für einen Rückschlag manchmal dann gibt am nächsten Tag. Aber da ist doch Reha echt ein Problem, wenn du sagst, ich gehe jetzt dahin, dann mache ich mal ein bisschen Sport und dann zwirbelst du mich zurück. Moment. Reha bedeutet ja nicht zwingend, dass du jetzt einfach Sport machst, sondern eine Reha kann ja besteht ja auch aus autogenem Training, aus anderen Übungen, aus anderen Dingen. Ja, wenn die da entsprechend, wie soll ich sagen, deswegen, und nicht dann sagen, so und jetzt duschen wir sie mal in die Ecke, das ist gesund, wenn sie ein bisschen abgecheckt werden. Genau, ein bisschen Kneippkuren, genau. Ja, deswegen Kneippkuren ist es ja, deswegen ist es ja auch so. Um. Ja. Deswegen ist das problematisch, weil wir genau wissen müssen, was zeichnet denn Long-Covid aus? Ist es wirklich so, dass jeder nicht langsam sportlich sich steigern soll? Gibt es vielleicht Menschen, für die das sinnvoll ist, für andere ist es nicht sinnvoll? All das wissen wir noch gar nicht so ganz genau und das ist im Moment eine ungute Situation, der wir uns widmen müssen. Mhm. Dauert halt noch ein wenig. Deswegen, um deine Ausgangsfrage zu beantworten, wir wissen nicht so ganz genau, was Long-Covid ist und wir wissen auch gar nicht, was Long-Covid alles so auszeichnet und wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wen denn überhaupt, wenn es denn Long-Covid tatsächlich als Erkrankung gibt, betrifft und wie lange es anhält, weil so lange haben wir die Krankheit auch noch gar nicht in unserer Gesellschaft. Das ist ein Problem im Moment. Wobei man aber auch sagen muss, Erschöpfungssyndrome nach viralen Infektionen gab es auch schon früher. Das ist jetzt nichts Neues, aber was neu zu sein scheint, ist, dass es nach einer Covid-19-Infektion häufiger passiert als nach anderen viralen Infektionen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr viele von diesen Infektionen jetzt aktuell haben. Aber es scheint wirklich gehäuft da zu sein. Und wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt eine WHO-Definition von Symptomen, die dazugehören, um das schon mal ein bisschen greifbarer zu machen. Aber man kann es jetzt beschreiben, man hat es aber immer noch nicht verstanden und man ist weit davon entfernt, es heilen zu können. Und ich glaube, das sind die beiden Sachen, die das wirklich problematisch machen. Wenn man nicht weiß, wie das passiert, kann man auch sehr schwer irgendwelche Heilungsansätze machen. Wie viel wissen wir denn inzwischen über Covid-19 selbst?
Sag mal alles, also, sag mal alles, was wir wissen. Einmal alles bitte, scharf. Nee, also sagen wir so, die normale Infektion, was dieses Virus, also welche Zellen es befällt und was das Virus macht, bei den meisten Menschen, das weiß man, aber man findet auch Ausnahmen, also dass es teilweise auch Nervenzellen vielleicht befallen kann, aber halt nicht bei jedem, ja, dass es an anderen Stellen in den Körper Zellen infizieren kann, wo die normalen Leute kein Problem damit haben. Mhm. Und ein Ansatz oder eine Erklärungsmöglichkeit für Long-Covid ist ja, dass das Virus sich noch irgendwo im Körper bei diesen Menschen versteckt und noch Probleme macht und das die Ursache ist von diesen Long-Covid-Syndrome. Mhm. Und da wäre, das gibt es ja auch einen Ansatz, wo die Leute sagen, dann könnte man ja auch versuchen, Leute, die Long-Covid zu haben, nochmal zu impfen, um das Immunsystem nochmal schärfer zu machen, dass es das Virus vielleicht doch beseitigen kann. Da gibt es ein paar Studien, die das mit, gibt so gemischte Resultate. Bei einigen kann es sogar schlimmer werden, die Long-Covid-Symptomatik, bei anderen kann es helfen. Und zum Glück hat es bei mehr Leuten geholfen, als es schlimmer gemacht hat. Ja, gut, aber das hängt natürlich, Entschuldigung, aber das ist ja, wenn du davon ausgehst, dass es unterschiedliche Gründe haben kann. Also wenn bei jemandem natürlich die Infektion noch da ist und du dann den Impfstoff draufbringst, ist es ja relativ sinnvoll, dass es runtergeht. Wenn es vielleicht eher eine Folgeerkrankung ist oder eine Überreaktion des Immunsystems und du haust dann den Impfstoff drauf, dann wäre es kontraproduktiv. Ja. Und da wäre es natürlich schön, vorher die einen von den anderen unterscheiden zu können. Weil die andere Theorie ist natürlich, dass, wie du sagst, die Überreaktion, also dass die Virusinfektion und die Immunreaktion darauf so viel Schaden gemacht hat, das ist ja auch der Grund, warum einige einen Geschmacks- und Geruchsverlust haben. Nicht, weil das Virus so sehr die Nervenzellen befällt und umbringt, sondern weil die Epithelzellen befallen werden und die werden vom Immunsystem dann abgeräumt und das Virus bringt diese Zellen um und die machen dann das Problem, dass die Leute nicht mehr richtig riechen und schmecken können. Und zum Glück trifft das bei Omikron jetzt ein bisschen seltener auf, diese großen Geschmacksverluste. Aber das ist halt auch so eins von diesen Long-Covid-Syndromen. Aber was ich total krass finde, ist, wie unterschiedlich die Symptome sind. Also mein Bruder hatte Kopfschmerz und Durchfall. Ja, und Sophia hatte also quasi die schlimmste Grippe der Welt. Klassenkameradin von meiner Tochter, da ist der Geschmackssinn weggegangen. Also, und die waren auch alle top geimpft. Das ist wirklich ein dermaßen heimtückisches Scheißding, diese Krankheit. Das ist ja unfassbar. Ekelhaft. Bäh. Es gibt eine Frage von Häckchen Luna. Ab wann sollte ganz, ich... Ganz kurz, Tommy, noch... Du hast das Häckchen Luna beleidigt. Nein, nur um es nochmal einfach zu Nein, okay. Wir werden uns gleich ganz viel Zeit Häckchen Luna widmen. Das ist das, was mit einer systemischen Erkrankung gemeint wird. Also Covid-19 ist keine Erkrankung, die sich nur auf die Atemwege bezieht, sondern systemisch heißt, die kann halt überall im Körper Dinge tun. Und das ist dieser Begriff einer systemischen Erkrankung. Dann haben wir den auch nochmal einmal definiert, damit die Leute das verstehen. Also es gibt halt Lungenentzündung, ist halt die Lunge entzündet. Und dann hast du da ein Vorkommen. Und bei Covid kannst du halt den ganzen Körper, das gesamte System betreffen. Traumhaft. Und Häckchen Luna ist ein ganz entspannter Mensch, die ist nicht so schnell beleidigt. Ach, man kennt sich jetzt persönlich, natürlich. Ihr habt ja zusammen Fotos gemacht. Ich weiß auch welches und ich werde es nachher einblenden. Nein. Die Frankfurter Regionalgruppe, der Gwupp, kenne ich schon sehr, sehr, sehr viel länger. Ach so, das war nicht bei der Bilchcon jetzt. Nein, das war nicht bei der Bilchcon. Häckchen Luna, wir erklären dir das alles irgendwann, Carsten, aber vielleicht lassen wir es auch. Häckchen Luna. Möchtest du das auch? Außerdem hieß die ja die Kühlkon und nicht die Bilchkon. Du hast absolut recht. Ich möchte noch ein paar Mal Häckchen Luna sagen und dann die Frage nicht vorlesen, wenn es vielleicht für euch okay ist. Lass mal weitermachen. Nächste Frage. Ab wann? Warte mal, ich mache das irgendwie anders. Moment. Wie geht das hier? So. Häckchen Luna. Möchte wissen, ab wann soll ich meine Symptome abchecken lassen, wenn ich Corona gehabt habe und zum Beispiel der Husten nicht weggeht? Das möchte Häckchen Luna wissen. Ich glaube, Definition, also die Infektion kann schon ein paar Wochen Symptome machen. Mhm. Aber wenn es dann nach ein paar Wochen heißt, dann 3-4 Wochen dann immer noch nicht weg ist, dann sollte es mal abchecken lassen. Okay. Und es ist, um das vielleicht zu sagen, also es gibt einige Leute, die wirklich längere Probleme haben und sei es nur ein bisschen Husten oder sonst was, trotzdem nervig. Bei den meisten zum Glück wird es dann mit der Zeit besser, aber man sollte es abchecken lassen, nicht, dass da noch was anderes ist auch. Dann kam mehrfach die Frage,
wann soll man sich denn jetzt zum vierten Mal impfen? Und auch die Frage, wenn ich viermal geimpft bin, sollte ich mich jetzt zum fünften Mal? Oder wann kommt denn vielleicht ein Omikron-Impfstoff und so weiter? Wer kann das beantworten? Wie lange haben wir heute Zeit? Oh Mann. Also nee, man kann es ja kurz, also es gibt halt keine, oder die STIKO-Empfehlung ist, und die ist immer noch so, die vierte Impfung mit dem jetzigen Impfstoff sollten alle bekommen, die über 70 sind, die Vorerkrankungen haben oder, was ich nicht ganz so verstehe, die im Gesundheitssystem arbeiten. Was die vierte Impfung macht mit dem jetzigen Impfstoff, also dem alten Impfstoff, dem ursprünglichen Impfstoff, der noch auf dem Wuhan-Virus beruht, wenn man damit sich zum vierten Mal impfen lässt, dann ist die Immunität danach besser, man ist danach besser geschützt. So ungefähr, wie man halt nach der dritten Impfung geschützt war. Das ist halt gegen eine Omikron-Infektion gar nicht so gut. Das heißt, man kann sich immer noch infizieren, man ist zwar besser geschützt, aber der Schutz vor der Infektion ist nicht so groß, weil halt der Unterschied, oder weil Omikron so anders aussieht als das Ursprungsvirus. Der Schutz vor der schweren Erkrankung wird aber auch nochmal ein bisschen verbessert. Da gibt es auch sehr schöne Daten. Und wenn man einfach sagt, ich möchte mich ja mit der Impfung vor der Erkrankung schützen, dann muss man sagen, sind eigentlich alle Leute, die jetzt jünger als 60 sind und sonst gesund sind, wenn die dreimal geimpft sind, dann ist deren Schutz vor der schweren Erkrankung immer noch ausreichend, auch wenn die dritte Impfung jetzt mehr als ein halbes Jahr her ist. Und das kann natürlich sein, dass man sich dann infiziert. Das kann dann auch sein, dass man dann eine Woche mit Grippesymptomen im Bett liegt. Aber das ist immer noch keine schwere Erkrankung. Schwere Erkrankung heißt dann, dass man ins Krankenhaus müsste oder auf der Intensivstation liegen würde. Und das verhindert die Impfung. Ich glaube, das sollten wir wirklich mal nochmal für die Leute da draußen auseinanderdividieren. Schwer und nicht schwer. Es gibt Leute, ne, die zu Hause liegen, die sagen, das ist die krasseste Krankheit, die ich in meinem Leben je hatte. Okay, ich war nicht auf der Intensivstation, aber mir ging es unfassbar dreckig trotz Impfung, Alexander. Ja, aber das ist es ja. Ich meine, wenn die Leute sagen, Corona ist wie eine Grippe, ja, wenn man schon mal eine richtige Grippe gehabt hat, dann kann man auch mit einer Grippe mit hohem Fieber für eine Woche im Bett liegen. Und das ist das jetzt so langsam durch die. Man kann auch als relativ junger Mensch mit einer Grippe ins Krankenhaus kommen. Oder auch so. Ja. Aber durch die Immunität und durch die Tatsache, dass Omikron etwas weniger gefährlich ist als noch Delta es zum Beispiel war, haben wir es geschafft, dass die Corona-Infektion für die meisten Menschen jetzt so gefährlich wie eine Grippe ist. Und wenn man dann eine Grippe bekommt, dann heißt es nicht, dass die Impfung versagt hat, sondern dass die Impfung genau das getan hat, was sie tun sollte, nämlich vor einer noch schwereren Erkrankung geschützt hat. Was wir nochmal machen können, schwerer Verlauf, völlig richtig. Wir können aber nochmal sagen, der milde Verlauf. Omikron steht für einen milderen Verlauf. Das ist ja das, was die Politik gerade immer sagt. Und auch andere Leute, die ja sagen, mein Gott, ist doch jetzt alles ein milder Verlauf. Wir können nochmal definieren, was ein milder Verlauf ist. Das ist nämlich genau das, was Carsten sagt. Alles, was dazu führt, dass du nicht ins Krankenhaus musst und dass die Sauerstoffsättigung in deinem Blut nicht kritisch wird, was dann im Grunde dazu führen würde, dass du dann doch ins Krankenhaus musst, ist ein milder Verlauf. Zu einem milden Verlauf gehört hohes Fieber, maximale Gliederschmerzen, über eine Woche flach liegen, unter Umständen schwerer Husten, extremes Halsweh, nichts auf die Reihe kriegen, 3 bis 4 Wochen lang total schlapp sein, eigentlich deinen Beruf nicht mehr ausüben können. Das ist das, was mit einem milden Verlauf gemeint ist, weil dieser milde Verlauf immer noch zu Hause gut, sagen wir mal, überlebbar ist, so muss man es vielleicht auch formulieren, und ohne intensivmedizinische Betreuung oder Krankenhausbetreuung verläuft. Aber das ist das, was mit einem milden Verlauf durch Omikron auch gemeint sein kann. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie haben 2 Tage hohes Fieber gehabt, Husten gehabt. Kann hier unseren Vermieter mal schildern, der hat das auch gehabt. Der hat gesagt, nach 2 Tagen ging es mir gut. Ich bin selbstständig, wollte eigentlich arbeiten gehen, konnte ich nicht. Also habe ich das ganze Haus renoviert, weil ich durfte ja nicht vor die Tür gehen. Das war natürlich ein extrem milder Verlauf, sage ich mal. Ja. Aber auch Menschen, die 14 Tage total krank im Bett liegen, gelten als ein milder Verlauf. Das ist eine hohe Bandbreite. Das muss man sich und, auch aufhören. Und, wie Tommy gesagt hat, bis zu den Menschen, die nur durch den positiven Test wissen, dass sie es haben. Die gibt es auch. Die gibt es auch. Asymptomatischen, ja, genau. Ja, genau. Ja. Alexa. ist schon gut. So sprichst du mit meiner Frau. Deine Frau hat... Deine Frau hat, das habe ich am Ton gehört, habe ich das. Also,
Also erstens mal, entschuldige, ich hatte deinen Namen nicht eingeblendet. Ich hatte vom letzten Mal noch nur Herrn Waschkau eingeblendet. Ich habe dich aber jetzt nachgetragen vor ein paar Minuten. Zweitens, du hast wahrscheinlich schon geahnt. Ich wollte wissen, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich kulturwissenschaftlich betrachten kann, aber man kann ja eigentlich alles kulturwissenschaftlich betrachten, wenn es ein Jahr her ist. Hast du noch so ein Bauchgefühl oder einen Wissensstand dazu, wenn du jetzt das, sag ich mal, wie man gesellschaftlich mit Corona umgegangen ist vom letzten Jahr mit jetzt vergleichst? Geht das überhaupt? Also wie sich das so in deiner Bubble anfühlt, was du so an Vibes irgendwie rüberbekommst? Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob man da nur in Anführungsstrichen ein Jahr zurückgucken muss, ja, okay. Weil ich glaube, dass so diese Anfangszeit mit einem, wir halten jetzt alle zusammen und halten uns an die Regeln das, und kriegen das irgendwie kurz, hin, ja. Das war halt nur sehr, sehr kurz und relativ schnell ist ja dann so eine Verdrossenheit auch dazugekommen bei manchen Leuten und dann kam auch noch die Bundestagswahl dazu und da hat sich doch, glaube ich, in der Politik einiges verschoben auch. Also das Ganze ist halt mehr oder weniger zum Politikum zusätzlich geworden und jeder hat da so sein Süppchen gekocht. Und ich glaube, das hat sich auch sehr, sehr stark in uns allen niedergeschlagen. Entweder in einer Gegenreaktion, so nach dem Motto, wir müssen uns doch da irgendwie dran halten, wir müssen das doch irgendwie hinkriegen. Und erst habt ihr alle geschrien nach dem Impfstoff und dann wolltet ihr ihn auf einmal nicht mehr, als er dann da war. Und auf der anderen Seite dann halt die Leute, die gesagt haben, ja, es muss jetzt halt auch irgendwie weitergehen und irgendwann muss es auch mal vorbei sein. Ich glaube, Leute, die wirklich Ahnung hatten von der ganzen Geschichte, die haben schon am Anfang, als das losging, beim ersten Lockdown gesagt, Leute, das wird mindestens 2 Jahre dauern. Mhm. Und haben sich damit damals furchtbar unbeliebt gemacht. Und das hat man dann aber zwischendurch auch wieder vergessen. Und das musste den Leuten dann vor Augen geführt werden, dass es eben nach 2,5 Jahren auch noch andauern kann. Und was ich halt auch spannend finde, ist, dass sich dann solche Bewegungen wie Querdenken eben wirklich dahin verlagert haben, diese ganzen Maßnahmen zu hintertreiben und das, was sie vorher auf andere Art und Weise gemacht haben, dieses demokratiefeindliche, was sie vor sich hergetragen haben, dann auf die Pandemie zu übertragen. Und man sieht jetzt interessanterweise, dass die sich langsam auch neue Themen suchen, ja. An die sie sich halten. Jetzt, Ukraine, wo das mit den Corona-Protesten langsam alles so ein bisschen schwächelt. Und ihre Galionsfiguren entweder auswandern oder ins Gefängnis wandern, je nachdem, suchen die sich halt neue Betätigungsfelder. Und das sind einmal eben Ukraine-Krieg. Und auf der anderen Seite, was ich heute gelesen habe, ganz spannend, es gibt in den Niederlanden ja diese Bauernproteste, eigentlich wegen der Stickstoffverordnung. Also man soll nicht so viel Stickstoff und so weiter. Und das geht dann wieder auf die Massentierhaltung. Also da müssten eventuell dann Viehbetriebe schließen und so weiter. Und diese Bauernproteste, die werden von diesen Leuten jetzt umdeklariert in einen Volksaufstand gegen die böse Corona-Diktatur oder die böse linksgrüne Diktatur oder was auch immer man da für ein Label dran kleben will. Und da werden Fake News ohne Ende verbreitet von irgendwelchen Regierungsmaßnahmen und Panzern, die da gegen die Bauern eingesetzt werden und so. Würden. Und da schießen die Würden angeblich in Anführungsstrichen. Und da mischen die halt ordentlich mit. Das heißt, du merkst jetzt schon, die bereiten sich so ein bisschen auf die kommenden Monate vor, wenn dann hoffentlich mal wirklich weniger Pandemie im Tagesgeschehen stattfindet, dass die dann sozusagen sich das nächste Thema suchen. Ja. Klimawandel. Genau. Oder Klimakatastrophe, also, muss man sagen. Genau. Auch. Also so viel weniger Pandemie im Tagesgeschehen werden wir über den Winter wahrscheinlich jetzt nicht haben. Aber, Ja, aber wir haben im Endeffekt, wir sehen eigentlich, dass die lustigen Nazis, die ich gar nicht so lustig finde, sich 2015 eben die angebliche Flüchtlingskrise genommen haben. Dann eben, ich weiß gar nicht, was dann zwischendurch Großtango war. Die allgemeine Politikverdrossenheit, dann Corona, jetzt der Überfall auf die Ukraine, jetzt dann der Klimawandel. Es ist wirklich absolut. Und das Gendern. Kotzen. Und das Gendern natürlich. Ja. Das Gendern. Ja, und? Der Untergang des angeblichen Abendlandes. Um das es mir mittlerweile gar nicht mehr so schade ist, ehrlich gesagt, weil es mich so nervt. Naja, und jetzt haben wir natürlich eine Inflation und wir haben steigende Energiekosten. Und das wird natürlich auch jetzt das neue große Thema sein, die große Einflugschneise. Ja. Also da sehen wir, dass die
Menschen, die Populisten, die eigentlich im Grunde genommen ja nichts anzubieten haben, außer Kontra genug Betätigungsfelder. Auch genau, und wir können es immer wieder sagen, es gibt ja einen schönen Twitter-Account, der nichts anderes macht, als jeden Tag zu sagen, ich erinnere daran, dass die AfD gesagt hat, solange es Deutschland schlecht geht, geht es uns gut. Mhm. Ja? Das ist ganz wichtig. Je schlechter es den Deutschen geht, desto mehr Chancen haben AfD und Co., um einen Keil zwischen uns zu treiben. Und es ist sehr traurig, dass sie es so gut schaffen. Naja, die haben jetzt ein paar Landtagswahlen nicht so gut ausgesehen. Also ja, also ich glaube auch, gut dass genug. Aber ja, meinst du? Schöner Trend. Alexa, hast du gerade was Positives? Ja. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Bist du krank? Nein, erzähl. Ja. Nee, ich möchte hören. Ja, ich meine, die fliegen aus ein paar Landtagen raus, die schwächeln vor sich hin, die zerfleischen sich zum Teil selber. Mhm. Da muss man halt wirklich auch sagen, die sind zwar super laut und super nervig und gefährlich auch, also im Einzelnen und vor allen Dingen, wenn es dann wirklich in den rechtsradikalen Bereich geht, da springen halt genug Leute rum, die es wirklich ernst meinen und die auf diesen Tag X irgendwie hinarbeiten wollen. Aber so im Ganzen würde ich sagen, nicht nur diese Querdenken-Geschichten, sondern auch so alles, was mit AfD zusammenhängt. Was machst du da eigentlich? Das schwächelt so ein bisschen vor sich. Meine Frisur nervt mich. Aber Alexander, es ist doch kaum mehr Frisur übrig. Du hast doch da alles entfernt. Wenn das blond wäre, wärst du Tim aus Tim und Struppi. Warum hast du es getan? Weil es angenehm ist. Ach so, ja gut, das ist natürlich, dann ist in Ordnung. Weil es eigentlich gut aussieht, wenn ich es vor der Sendung vernünftig gemacht hätte. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Dass der Alexander seine Frau mal wegen seiner Frisur unterbricht. Das war ganz subtil und organisch. Jetzt, du hast wichtige Dinge gesagt. Ja, aber dir war das egal. Weiß ich nicht mehr. Okay, wie kommen wir uns aus dieser Nummer? Ja, genau. Also ich, Alexa, bis es dir wieder einfällt, würde ich einfach ein paar Fragen vorlesen. Aber lass uns in Zukunft auch bitte die wichtigen Sachen, nämlich Alexanders Frisur, zuerst und immer primär behandeln. Ich habe neulich versucht, schreibt Spinecakes, einen Termin für eine zweite Auffrischungsimpfung zu bekommen. Mein Hausarzt meinte, er darf mir leider keine geben. Stimmt das? Ist das nicht nur eine Empfehlung? Stimmt nicht. Das ist ein zugelassener Impfstoff, der ist ab 12 zugelassen. Damit kann man auch jetzt schon eine vierte Impfung machen. Die Empfehlung der STIKO ist natürlich über 70, aber für die Ärzte ist es unproblematisch, weil es ist ein zugelassener Impfstoff. Früher war es so, wenn keine STIKO-Empfehlung vorlag, dann haben es die Krankenkassen nicht bezahlt. Hier ist es aber so, der Impfstoff gehört ja dem Bund. Von daher ist ja auch die Erstattung kein Problem und kein Problem. Kannst du machen. Bert van Burg 2, ist es normal, dass bei der vierten Impfung die Impfreaktion heftiger ist als bei 2 und 3? Er sagt noch, Impfstoff bei der dritten war derselbe wie bei der 4. Bei den meisten Leuten ist die Impfreaktion, also diese grippeähnlichen Symptome ein, zwei Tage nach der Impfung, bei der vierten Impfung eher geringer als bei der dritten. Aber Ausnahmen bestätigen halt die Regel. Also hat auch was mit dem generellen immunologischen Zustand der Person zu tun, wenn du da an den Vortagen vielleicht einen kleinen Infekt sowieso in dir gehabt hast oder viel Stress gehabt hast. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Wobei eigentlich die spontanen Impfreaktionen eigentlich von solchen Faktoren nicht abhängig ist, oder? Also das ist so, das angeborene Immunsystem, was da was macht eigentlich. Also aber wir reden doch bei den klassischen Impfreaktionen eigentlich eher von so Sachen wie, mein Arm tut weh, oder? Das ist das Häufigste, also du hast lokale Impfreaktionen, da ist das Häufigste an der Einstichstelle, der Arm tut weh, kann sein, dass es rot wird, anschwillt oder sonst was. Und dann gibt es systemische, also dass du dich ein bisschen schlapp fühlst, dass du ein bisschen Kopfweh hast, Kopf- und Gliederschmerzen, das ist so das, deshalb so grippeähnliche Symptome, sagt man ja. Dann. Und können wir jetzt da mal was zur Häufigkeit sagen? Holm, hast du Zahlen vielleicht sogar? Nee, Zahlen habe ich dazu jetzt nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwelche nennenswerten Ergebnisse gäbe, dass die bei Auffrischungsimpfungen irgendwie so deutlich anders ausfallen. Das ist auch schwer zu vergleichen, weil natürlich zwischendurch teilweise die Dosierungen geändert worden sind, weil die Leute teilweise andere Impfstoffe bekommen jetzt. Also Ja, es gibt aber also die paar Studien, die es jetzt so gab zu der Viertimpfung, haben eigentlich gezeigt, wenn man sich die Masse an Menschen anguckt, sind die Impfreaktionen in der Tendenz etwas geringer als bei der dritten und die sind etwas geringer als bei der zweiten. Okay. Jetzt noch nicht so, dass sie jetzt wirklich weg sind, aber es wird immer ein bisschen weniger. Aber das ist halt, wenn du dir Hunderte oder Tausende von Menschen anguckst. Das heißt halt nicht, dass es bei jedem so sein muss. Die Amame fragt, was ist denn das Post-Vaccine-Syndrom? Ist das Schwurbel? Nein, ist kein Schwurbel. Es ist halt so, dass
wie ich ja vorhin gesagt habe, es gibt solche Erschöpfungssyndrome auch nach anderen viralen Infektionen. Und eine Impfung spielt dem Körper ja eine Infektion vor. Und du machst damit eine Immunreaktion. Und es gibt halt leider ganz wenige Menschen, die aufgrund einer Impfung danach solche Erschöpfungssyndrome haben. Und wie Alexander ja gesagt hat, das muss jetzt nicht unbedingt mit der Impfung zusammenhängen. Es kann auch irgendwas anderes gewesen sein, dann bringst du es halt mit der Impfung ins Verbindung. Aber das ist denen ist ja jetzt erstmal egal, woher das kommt. Aber die Leute haben halt diese Symptome. Und bei einigen kommt es halt nach der Impfung. Und man könnte sowas auch plausibel erklären, dass halt die Immunreaktion auf den Impfstoff ist. Zum Glück sehr, sehr selten. Solche Leute kommen mittlerweile aber auch teilweise in solche Long-Covid-Ambulanzen mit rein. Ist aber sehr schwer. Da hatten mich auch einige kontaktiert und sich dann beschwert haben, dass sie gesagt haben, die ganzen Long-Covid-Leute, die nach der Infektion solche Sachen haben, die kriegen die ganze Aufmerksamkeit. Und wir, die das nach der Impfung vielleicht mal haben, wir fallen da hinten runter. Also es ist jetzt kein Schwurbel. Es gibt Leute, die erleiden an solchen Sachen. Die sind halt nach der Impfung aufgetreten. Zum Glück sehr selten halt. Ja, können wir das bitte unbedingt einordnen, was sehr selten bedeutet? Das ist ganz wichtig, weil wenn man sehr selten bist du bei irgendwas von einem in 100.000 oder irgendwas. Also das ist sowas, was du dir selber persönlich nicht mehr vorstellen kannst, was eine Chance von 1 in 100.000 ist. Da ist halt dann, wenn du täglich 20 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fährst, ist dieser Arbeitsweg risikoreicher, als sich impfen zu lassen zum Beispiel. Und interessant ist ja auch in dem Zusammenhang, dass das für die Impfgegner und Querdenker ein Einfallstor gewesen ist. Als das ging ja auch durch die Presse, dass es das gibt. Und wenn man dann darauf hinweist, dass das eben sehr, sehr selten ist, dass es auftreten kann und dass es auch real ist, aber dass es eben sehr selten ist, dann wirst du als wissenschaftlich kritischer Mensch sofort als herzlos und gemein hingestellt, weil du ja die Menschen, die darunter leiden, nicht beachtest oder missachtest und ihnen absprichst, dass sie eben leiden. Also das ist auch wieder so eine interessante Darstellung der Wissenschaft. Also dass wir, die wir uns dann damit auseinandersetzen und auch mit der statistischen Wahrscheinlichkeit auseinandersetzen, als herzlos und kalt gelten, nur weil wir darauf hinweisen, wie oft so etwas auftreten kann. Also wir nehmen sowas natürlich ernst und erkennen an, dass Menschen, die darunter leiden, auch tatsächlich leiden müssen, aber auf der anderen Seite sagen, zahlenmäßig, statistisch ist es halt eher selten. Wir können ja mal sagen, wenn Hamburg 2,5 Millionen Einwohner hat, unsere alte Heimat, dann haben unter Umständen, muss nicht, aber könnten 25 davon darunter leiden, wenn alle geimpft werden würden. Ach, okay. Das macht, glaube ich, so eine Relation relativ deutlich. Also ich meine, grundsätzlich muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo du dieses Schlagwort in der Welt hast, stürzen sich natürlich Leute drauf und machen Politik damit. Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass dann der Aufschrei in den einschlägigen Gruppen so groß ist, oh Gott, Post-Vaccine-Syndrom und um Gottes Willen 25 Leute von 2,5 Millionen, dass aber Leute, die risikobehaftet sind, ja, oder dass Familien, die eben Kinder zu Hause haben, die wirklich, wo das lebensbedrohlich ist, dass diese Zahl ebenso existiert, das scheint irgendwie in diesen Kreisen überhaupt niemanden zu interessieren. Das finde ich wirklich ekelhaft. Ja gut, ich sag mal, da ist natürlich immer, aber das reicht meines Erachtens bis in die STIKO rein, die Überlegung, dass die Risiken durch die Impfung einfach völlig anders bewertet werden als die Risiken durch die Erkrankung. Aber warum denn? Jeder wird diese Erkrankung kriegen, ja, also auch Geimpfte irgendwann also letztlich ist die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu bekommen, so oder so bei 100% früher oder später. Die Frage ist nur, wann. Und wenn ich das Komplikationsrisiko dabei mildern kann, dann müsste eine Impfung schon ganz erhebliche Risiken mit sich bringen, damit das in einem vernünftigen Zusammenhang ist. Aber das ist super, super wichtig. Kannst du das noch prägnanter paraphrasieren? Also ihr werdet, wenn ihr es noch nicht hattet, ich auch noch nicht, ihr werdet Covid bekommen, ob ihr geimpft seid oder nicht. Früher oder später. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, wie gut seid ihr darauf vorbereitet? Also wenn ihr einen halbwegs aktuellen Booster habt, wobei halbwegs aktuell nicht unbedingt heißen muss in den letzten 4 Wochen. Oder zumindest überhaupt mal einen vollständigen Impfzyklus durchlaufen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei ernsthafte Komplikationen auftreten, einfach wesentlich geringer. Und dieser Vorteil, der daraus resultiert,
dass man durch die Impfung einfach wesentlich weniger Komplikationen hat. Also der hebt einfach alles auf, was wir an Risiken durch die Impfung haben. Und das, genau. Ja, darüber muss man sich halt im Klaren sein. Das ist seltsam, dass die Ständige Impfkommission hier irgendwie, ich weiß nicht, Carsten, ist das erklärbar? Ich muss sagen, ich stehe da wie der Ochs am Berg und verstehe nicht, warum das gerade von einer Kommission, wo es um Impfen geht, nicht so kommuniziert wird, wie zumindest ich mir das wünschen würde. Man muss da ein bisschen auseinanderhalten. Ich meine, die STIKO ist halt evidenzgetrieben und die braucht Studien, die entweder das eine oder das andere zeigen. Und wenn es die Studien nicht gibt, dann können sie zum Beispiel nicht das Risiko der Impfung oder auch das Risiko der Infektion richtig einschätzen. Und dann halten die sich eher zurück mit einer Empfehlung. Das heißt aber nicht, wenn sie dann keine Empfehlung abgeben, dass sie wissen, dass das vielleicht schon, dass die Impfung zu gefährlich sei zum Beispiel. Sondern in den meisten Fällen war es einfach so, dass sie sagen, nee, wir haben zu wenig Daten, um da eine fundierte Empfehlung herauszugeben. Das wird von vielen Menschen, wenn es dann heißt, es gibt noch keine STIKO-Empfehlung für die unter 5-Jährigen, dann wird das immer so gesagt, na gut, dann wissen die also, dass das viel gefährlicher ist, diese Kinder zu impfen, als sie zu infizieren. Aber das stimmt halt so nicht. Kommt nur manchmal so rüber. Manchmal hätte ich mir auch gewünscht, dass die STIKO etwas proaktiver gewesen wäre und wirklich mit klaren Empfehlungen kommt, aber sie sind halt sehr evidenzbasiert und aber Evidenz ist doch nicht nur Studien, oder doch? Doch, für die schon. Für die schon. Für dich schon. Ja. Also ja gut, die Frage ist natürlich, also Evidenz sollte natürlich wissenschaftliche Evidenz sein, somit Studien irgendeiner Art. Die Frage ist halt natürlich, wie bewertet man dann Laborstudien im Vergleich zu Patientenstudien und Richtig. So weiter? Wie bewertet man, also da, und da gehen natürlich, da habe ich auch die STIKO schon das eine oder andere Mal kritisiert, aber da ist natürlich so ein bisschen wo ich eigentlich das größere Problem habe, ist sozusagen, dass in dem Moment, wo wir mit großen Unbekannten in beide Richtungen zu tun haben, man bei den Unbekannten hinsichtlich, also beispielsweise bei der Impfung bei Jugendlichen war das ja die Frage, tritt Long-Covid bei Jugendlichen auf? Und dann hieß es, naja, es gibt keine Beweise, dass Long-Covid bei Jugendlichen oder wie häufig Long-Covid bei Jugendlichen auftritt. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass das vernachlässigbar ist. Und umgekehrt, es gibt keine Beweise hinsichtlich der, es gibt keine Beweise hinsichtlich der Risiken von Impfungen insofern bei Jugendlichen. Insofern gehen wir davon aus, dass die Risiken der Impfungen bei Jugendlichen groß sind. Und so kam die Tatsache zustande, dass man eben keine Empfehlung ausgegeben hat. Man muss auch sagen, dass die STIKO natürlich traditionell, wer wusste schon vor der Corona-Pandemie, dass es eine STIKO gab oder gibt. Diese STIKO hat sich einmal im Jahr getroffen und hat dann neue Impfempfehlungen herausgegeben und die letzte Impfung, die dann vielleicht, wo die Leute vielleicht mal davon was mitgekriegt haben, war die Papillomvirus-Impfung, also gegen Gebärmutterhalskrebs. Zuerst bei den Mädchen und mittlerweile auch bei den Jungs. Diskussion auch. Okay, also diese Art ständig, ja, im Sinne von einmal im Jahr. Das ist ein Begriff, das ist ein politischer Begriff. Mhm. Ständige Impfkommission heißt, dass die gewählten Mitglieder fest gewählt sind für einen Zeitraum und dass sie einen Turnus haben, in dem sie sich regelmäßig treffen. Das ist ein politischer Begriff. Ständig heißt nicht. Bei den Impfungen hat sich ja über die Jahre nichts getan. Genau. Also wenn du einen neuen Impfstoff hattest, dann gab es Studien, die haben teilweise Jahre gedauert, dann gab es irgendwann die Ergebnisse, dann haben sie sich die angeguckt und dann bei ihrem nächsten Treffen haben sie die bewertet und haben dann vielleicht eine Empfehlung abgegeben oder auch nicht. Klingt gemütlich. Und bei Corona ist das jetzt ganz alles andere als gemütlich geworden, weil die sich dann wirklich nicht nur einmal im Monat, sondern mehrfach im Monat getroffen offen haben. Das sind ja alles Leute, das muss man ja auch mal sagen, die machen das ehrenamtlich. Die haben ja noch andere Berufe. Das bringt schon echt viel, also das kostet sehr viel Zeit. Die tun mir jetzt trotzdem nicht so leid. Aber das zeigt natürlich auch nochmal, das ist schön, dass du es nochmal so beschrieben hast, Carsten, das zeigt natürlich auch, was die STIKO für die Hausärztinnen und Hausärzte insbesondere, das sind ja die Impfer und Impferinnen in unserem Land, für einen Stellenwert hat. Im Grunde genommen konntest du dich in der Vergangenheit, weil sich in dem Geschäft nicht so ganz viel geändert hat, darauf verlassen, dass du auf deinem PC idealerweise oder hatten ein paar in der Klasse die STIKO-Empfehlung hattest. Und wenn jemand kam und sagte, ich will nach
Indien oder nach in die Südsee fahren. Dann gucken die nach, was sagt die STIKO, in welcher Reihenfolge, wie viele Wochen Pause. Gibt die STIKO auch Empfehlungen für Reiseimpfungen ab? Das wusste ich gar nicht. Das macht die Truppenmedizin. Aber du hast auf jeden Fall Empfehlungen, da ändert sich nicht so sehr viel. Aber Sachen wie jetzt Hepatitis B, brauche ich eine Hepatitis B-Impfung? Genau. Gehst du zum Arzt, der guckt nach, was empfiehlt die STIKO und danach macht das. Genau so ist es. Und alles, was die STIKO nicht empfiehlt, ist auch nicht nötig. Im Zweifelsfall musste man dann eine Kontaktperson erfinden und dann kriegte man die Impfung auch. Und das Ganze ist auch, also was die machen, ist halt auch Gegenstand ärztlicher Fortbildung. Also Ärztinnen und Ärzte müssen sich ja regelmäßig fortbilden und das auch nachweisen gegenüber ihren Ärztekammern. Und ich bin damals, als ich bei einer solchen gearbeitet habe, da auch zufällig eben mit der STIKO in Kontakt gekommen, beziehungsweise habe gehört, dass es sowas gibt, weil die eben Dinge empfohlen haben, die dann Gegenstand ärztlicher Fortbildung gewesen sind. Also das müssen die sich halt auch regelmäßig drauf schaffen. So, und wie Carsten schon sagt, wenn das so einmal im Jahr und dann gibt es mal einen neuen Impfstoff und alle kriegen mit, oh guck mal, jetzt gibt es einen neuen Impfstoff, dann wissen das alle und dann warten alle auf die STIKO-Empfehlung, dann wissen die wieder, was die machen, dann können die wieder für 3, 5, 10 Jahre sich nicht um irgendwelche Impfstoffe kümmern im Zweifelsfall. Die waren dann erstaunt bei Covid, oder? Was da plötzlich los war. Das hat sich jetzt verändert. Also das ist und das ist tatsächlich ein Problem. Und dieser Begriff ständige Impfkommission ist auch nochmal wichtig. Ich sag's nochmal, die sitzen nicht den ganzen Tag in Berlin und drehen Däumchen, sondern es sind alles ehrenamtliche, gewählte Menschen, die auch Ahnung haben, erstmal per se, oder Ahnung haben sollten. Deswegen sitzen sie in solchen Gremien. Nur eben die Häufigkeit ist deutlich mehr geworden. Und die Lage war natürlich auch jetzt unübersichtlich. Also, Sie waren nur überrascht von der Verantwortung, die ihnen da plötzlich übertragen wurde ungeschickt in der Kommunikation. Die hatten ja keine Presseabteilung. Die konnten sagen. Das hat man gemerkt, trainiert, die müssen ja nie mit der Presse reden. Die haben ein Sekretariat, das ist ans Robert-Koch-Institut angeschlossen, wo wahrscheinlich auch irgendwelche Sekretariatskräfte vom Robert-Koch-Institut das mitbetreuen, man weiß noch nicht mal, ob die eigene... Die haben schon ein paar Mitarbeiter, die jetzt für sie arbeiten, aber man darf ja auch mal erzählen, also, es war ja früher so, wenn die STIKO eine neue Empfehlung herausgebracht hat, die wird ja auch mit den Fachkreisen, also auch mit der Deutschen Gesellschaft für Immunologie zum Beispiel, abgestimmt. Und dann kriegen wir diese Stellungnahme, haben wir sonst immer vorher gekriegt und hatten dann Zeit, die zu kommentieren und sagen... So ein Jahr? Da und da. Nee, also jetzt bei Corona war das dann schon, du hast die halt an einem Tag gekriegt und solltest 2, 3 Tage später oder eine halbe Woche später, musstest du dann, wenn du da was zu sagen hattest, das dann auch einreichen. Dann konnte das auch nochmal verändert werden oder auch nicht. Das war bei den allerersten Stellungnahmen so, dass sie dieses Stellungnahmeverfahren bei den Fachgesellschaften erst gemacht haben und erst wenn die dann alle Rückmeldung gegeben haben, gab es dann eine Stellungnahme und die wurde dann veröffentlicht. Und das hat dann dazu geführt, dass solche Informationen, oh, die STIKO wird jetzt bald das und das empfehlen, schon an die Presse durchgestochen wurden. Weil wenn du es an 30 Fachgesellschaften verteilst, dann irgendwann kriegen es die Journalisten auch mit. Und das hat dann dazu geführt, dass dann irgendwann die STIKO, bevor sie diese Stellungnahmen verschickt hat an die Fachgesellschaften, schon gleich auf der RKI-Homepage schon mal gesagt hat, wir arbeiten gerade an dieser Stellungnahme und das wird sein, um das schon mal vorwegzunehmen einfach. Also da haben sie auch dazu gelernt, das brauchten die früher nie. Also da waren STIKO-Stellungnahmen waren jetzt kein heißes News-Item. Ich stelle mir gerade so überforderte ältere Herrschaften vor, tatsächlich, die völlig die diesem Ganzen und auch diesem Shitstorm und alles und den Kritiken vom Holm da völlig... Ja, so wobei man natürlich sagen muss, das ist ja jetzt nicht so, dass das bei Covid jetzt vollkommen neu war. Wir hatten vorher die Diskussion um die Masernimpfpflicht, da standen die ja auch schon im Mittelpunkt und auch ein Stück weit im Feuer. Also ein bisschen Kummer gewöhnt, okay. Ja, ja. Also das ist so ein bisschen das Problem, das wir haben, dass in Aber nicht in dem, mit dem Zeitdruck halt. Ja. Nee, ja. Und das Problem, dass wir im deutschen Gesundheitssystem halt sehr viele ehrenamtlich tätige Menschen haben und dass wir noch diesen wunderbaren Föderalismus haben. Das ist jetzt bei der STIKO nicht so, aber wenn wir noch die Ärztekammern haben. Erklär bitte Föderalismus kurz oder was jedes, das in dem Zusammenhang? Also in Deutschland ist es halt so, was ja viele Leute nicht wissen, sage ich immer gerne, die Bundesärztekammer. Das klingt ja so, als ob das eine Einrichtung ist, die sagt, das müsst ihr machen. Bundesregierung. Und dann müssen alle Ärzte das machen. Die Bundesärztekammer ist ein Verein.
Das wissen die allerwenigsten Menschen. Das ist die Rechtsform der Bundesärztekammer. Das ist ein Verein. Ja. Und die Bundesärztekammer gibt Empfehlungen raus für Fortbildung, für Weiterbildung. Was muss ein Arzt machen, damit er Chirurg wird zum Beispiel und so weiter und so weiter. Und dann geht das in die Landesärztekammern, von denen wir 17 Stück haben, weil Nordrhein-Westfalen 2 hat, weil es so groß ist und da so viele Menschen leben. Und diese Empfehlungen sollen dann eigentlich in jedem Bundesland für sich genommen umgesetzt werden. Das heißt aber dann, dass du da Parlamente wieder sitzen hast, in jedem Bundesland Ärzteparlamente mit Ärzten, die ehrenamtlich da sitzen und die entscheiden dann darüber, ob die das gut finden, was die Bundesärztekammer gemacht hat. Mhm. Meistens sagen die, naja, die werden schon wissen, was sie gemacht haben. Aber das haben wir nicht überall. Und deswegen erleben wir jetzt gerade, wenn wir auf die Homöopathie schauen, dass nicht bundesweit die Zusatzweiterbildung Homöopathie abgeschafft werden kann, sondern jedes Bundesland, jede Ärztekammer muss das einzeln für sich entscheiden. Das ist der Föderalismus. Und das macht es natürlich mitunter auch ein bisschen kompliziert. Und deswegen haben wir auch so viele Meinungen im Gesundheitswesen oft herumschwirren. Das ist bei der STIKO jetzt nicht so. Die ist zentral am Robert-Koch-Institut angesiedelt. Das ist eine andere Situation. Aber in anderen Fällen des Gesundheitswesens gibt es dann den Bundesärztekammerpräsidenten, der was sagt. Dann denken alle, oh, jetzt werden natürlich alle genau das tun, was der Bundesärztekammerpräsident sagt. Das ist aber eben nicht so, weil das ist eigentlich ein Vereinsvorsitzender. Ja, eine Meinung. Außer die Sachsen, die haben noch eine eigene SIKO. Die sind ja auch wie wir Bayern ein Freistaat. So? Genau. Darüber müssen wir auch mal sprechen. Meine Tochter hat mich vor kurzem gefragt, was ist eigentlich ein Freistaat? Und ich habe dann sowas geantwortet wie, was willst du eigentlich heute Abend essen? Sag mal, was bringt dir der eigentlich in der Schule bei? Aber echt. Ja, aber da brauchen wir den Dirk, der dann monologisiert und wir drehen Däumchen. Aus seinem eigenen Königreich. Unicorn Salami schreibt, schwindet eigentlich die Wahrscheinlichkeit von Long-Covid durch einen möglichst aktuellen Impfschutz? Ja, also durch die Impfung kann ich das Risiko von Long-Covid reduzieren. Wie weit, da sind wir uns noch nicht, sind die Studien nicht ganz einig. Es gibt Studien, die sagen, es wird so um die Hälfte reduziert. Mhm. Es gibt Studien, die sagen, es wird auch teilweise noch mehr reduziert, weil es dann auf ein Hintergrundniveau fällt, was man dann auch bei Ungeimpften beobachten würde. Bei Leuten, die die Infektion nicht haben, die haben ja teilweise auch solche Fatigue-Syndrome. Mhm. Aber was man klar sagen kann, was die allermeisten Studien wirklich zeigen, ist, dass das Risiko reduziert wird, rund um die Hälfte. Mhm. Dann RN Hase, ich weiß nie, ob ich das richtig ausspreche, wie du da heißt mit deinen großen kleinen RN Hase. Ase vielleicht, wegen der Asen und der Wahn, ich weiß es nicht. Frage an den General. Gibt es denn mittlerweile Erkenntnisse über die Höhe des Antikörper-Titers? Ich habe von einem Arzt auch schon gehört, dass ein Titer von über 12.500 anvisiert werden sollte, allerdings ohne Angabe von Evidenz. Magst du vielleicht erstmal erklären, was ein Antikörper-Titer ist? Ja. Danke. Das ist Antikörper-Titer ist nichts anderes als eine Maßeinheit für wie viel Antikörper du gegen irgendetwas in deinem Blut rumschwimmen hast. In dem Fall wären das jetzt Antikörper gegen das Coronavirus. Da ist je mehr oder je höher die Zahl ist, desto besser erstmal. Das wird auch gemessen nach einer Impfung und das ist auch in den Studien teilweise gemessen worden. Und dann konnte man zeigen, dass gerade Leute, die vielleicht mehr von diesen Antikörpern haben, auch besser geschützt waren. Okay. Oder Leute, die einen Impfstoff bekommen haben, der mehr von diesen neutralisierenden Antikörpern macht, also Antikörper, die das Virus daran hindern, neue Zellen zu infizieren, dass die sehr schön mit der Impfeffektivität korrelieren. Also heißt, wenn du viel davon hast, dann hast du auch einen guten Schutz. Die große Frage ist, und dann sind wir wieder bei den alten Impfungen, wie viel ist denn gut genug? Also gibt es einen Wert, weil du kannst dir diesen Antikörpertiter messen lassen, kannst zum Arzt gehen, Blut abgeben und dann kann der das messen oder ein Labor kann das messen und dann kriegst du einen Wert und dann weißt du erstmal gar nicht, was du mit diesem Wert anfangen sollst. Und das ist auch so. Du kannst heute immer noch nichts damit anfangen, weil es diesen Titer nicht gibt. Es kann dir keiner sagen, dass du ab einem Wert von so viel
wirklich so und so gut geschützt bist. Okay. Das gibt es bei Hepatitis. Da sind wir wieder bei der Hepatitis-Impfung. Also wenn du sagst, oh, ich hatte eigentlich als Kind schon Hepatitis und muss jetzt irgendwie im Labor mit Blut arbeiten, dann wird erstmal geguckt, ob du noch immun bist und dann wird dir der Hepatitis-Titer bestimmt und wenn der oberhalb von irgendeinem gewissen Wert ist, dann bist du noch immun und musst nicht nachgeimpft werden und wenn er drunter ist, musst du nochmal geimpft werden. Geht bei Masern, glaube ich, auch, oder? Ist das geht bei Masern auch, geht bei... Tetanus hat man das früher Tetanus gerne gemacht, weil der Impfstoff nicht so angenehm war, genau. Ja, Tetanus gibt es das auch, wobei der Arzt, wenn er guckt und die Impfung ist 5 Jahre her, dann hast du eher die Spritze im Arsch, als dass der Blut abnimmt und also jetzt, aber ich erinnere mich, dass das vor 20 Jahren noch teilweise anders gehandhabt wurde, weil die Impfung einfach noch deutlich unangenehmer war. Auf jeden Fall. Und bei Corona gibt es das noch nicht. Und das hat damit zu tun, nicht weil wir zu blöd sind, sondern weil... Es gab Studien, die haben das gezeigt, also man muss vielleicht kurz sagen, wie kriege ich sowas raus? Du musst 10.000 Leute impfen, musst von denen den Impftiter bestimmen und musst dann gucken, wer sich von denen mit welchem Titer infiziert. Und dann kannst du irgendwann gucken, aha, jemand, der so einen Titer hatte, ab da wird die Infektion immer unwahrscheinlicher und dann kannst du sagen, mit diesem Titer bist du zu so viel Prozent geschützt. Das Problem ist, solche Studien gab es und dann haben die gesagt, ja, du brauchst einen Titer von ungefähr 400 und damit bist du zu 80% vor der Infektion geschützt. Das war aber noch bei dem Ursprungsvirus oder bei Alpha. Mittlerweile gab es dann Delta, jetzt sind wir bei Omikron. Das heißt, das Virus ist immer viel schneller als wir und mittlerweile bei Omikron gibt es noch keine Studie, die dir wirklich sagen kann, wie viel du brauchst. Und wenn dann jemand sagt, du brauchst 12.000, dann ist das natürlich ein toller Wert. Aber wie gesagt, ohne Evidenz. Ich kenne keine Studien, die das wirklich seriös dann irgendwo mal zeigen würden. Und wie gesagt, es geht ja auch im Moment gar nicht so sehr darum, um den Schutz vor der Infektion. Diese neutralisierenden Antikörperspiegel bei Omikron sind mit den jetzigen Impfstoffen sowieso immer lausig, sondern es geht um die schwere Erkrankung, die du verhinderst. Und da brauchst du nicht nur Antikörper für, da brauchst du dann auch T-Zellen für, die sind noch schwieriger zu messen. Also diese ganze Sache mit dem Impftiter, das ist noch ein großes Feld. Okay. Dann ein anderes großes Feld, nämlich die reine Spekulation. Wenn wir in Deutschland uns so geimpft hätten, wie vorgeschlagen, was waren es, über 90%? Ich habe die Zahl vergessen, die letztes Jahr immer gesagt wurde oder vorletztes. Wäre es dann deutlich, deutlich besser oder wäre das egal, solange nicht ganz Europa oder vielleicht auch die ganze Welt damit zieht? Ich weiß, es ist rein hypothetisch. Wir wären wahrscheinlich besser über den Winter gekommen, aber... Besser für unser Land wäre es sicherlich gewesen, weil wir besser über den Winter gekommen wären. Was das jetzt generell mit der Pandemie weltweit gemacht hätte, und ich glaube, das springt auch so ein bisschen mit, dass es ja immer heißt, wenn das Virus sehr stark kursiert, dass es dann auch eher mal zu neuen Varianten und Mutationen kommen kann. Klar ist eine höhere Impfquote wäre gut schon alleine für Deutschland gewesen. Ob es weltweit einen Unterschied gemacht hat, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Mittlerweile muss man ja auch mal sagen, es gibt ja jetzt diese, deshalb rede ich gar nicht so sehr von der Impflücke, sondern lieber von einer Immunitätslücke, weil ja mittlerweile auch viele Leute die Infektion durchgemacht haben, in Kombination mit Impfung oder auch nicht. Und das führt natürlich auch zu einer Immunität. Und es gab ja jetzt die Studie von Robert-Koch-Institut, wo sie mal bei mehreren tausend Menschen nachgeguckt haben, sind sie denn immun, haben sie Antikörper gegen dieses Virus? Und dann zeigen konnten, dass zum Jahreswechsel 2021/22, also jetzt ein gutes halbes Jahr her, rund über 90% der Erwachsenen immun war, eine Immunität hatten. Also entweder durch die Impfung oder durch die Infektion oder eine Kombination davon. Gegen Delta aber, oder? Das war generell. Wurden nur Antikörper gemessen gegen das Ursprungsvirus sogar. Faktisch hast du ja mit der Impfung auch gezielt die Immunität gegen das Ursprungsvirus. Also, ja, genau. Aber trotzdem scheint das doch nicht zu funktionieren. Also Schweden hat ja sehr deutlich gezeigt, dass dieses, wir stecken uns jetzt alle einfach mal absichtlich an, nicht funktioniert. Na, sagen wir so, eine einzelne Infektion macht schon eine Immunität und hat schon für, das war vor Omikron, konnte man sehr schön zeigen, dass du dann für 9 Monate oder länger auch von einer Reinfektion geschützt hast. Wahnsinnig viele Kranke, viele Tote. Also, ja, natürlich. Das Risiko einer Infektion ohne Impfung ist natürlich viel höher als das Risiko einer Infektion nach einer Impfung. Deshalb sage ich auch, wenn wir davon reden, dass viele Leute jetzt diese hybride Immunität haben, also die Immunität, die aus Impfung und Infektion kommt, dass man das bitte in dieser Reihenfolge machen sollte. Also erst impfen und dann infizieren. Das kann man natürlich nicht immer steuern. Und im ersten Jahr haben sich viele Menschen infiziert, bevor es überhaupt einen Impfstoff gab.
Aber jetzt muss man sagen, die Impfung, dann sind wir wieder, was Holm gesagt hat, also das, die Impfung hat natürlich jetzt das Risiko reduziert und das ist so das Beste, was man haben kann, dass man, weil irgend früher oder später wird es einen erwischen. Wie gesagt, mich hat es ja auch erwischt. Man muss es jetzt nicht provozieren, man muss es nicht fahrlässig sich verhalten, aber es kann einfach passieren. Aber dann ist das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man durch die Impfung darauf vorbereitet ist. Ja. Also ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, wir stehen jetzt nicht so viel anders da, als wir mit einer bisschen höheren oder bisschen niedrigeren Impfquote dastünden. Mit einer niedrigeren Impfquote hätten wir halt mehr Leute, wären halt mehr Leute über die Infektion zur Immunität gelangt und wir hätten mehr Erkrankungen gehabt, vor allen Dingen halt letzten Winter. Aber ich glaube, die momentane Situation, wir haben so viele Leute, die jetzt einen, zwei, drei Kontakte mit den Virusantigenen hatten, sei es durch die Impfung, sei es durch eine Erkrankung, dass wir eigentlich ganz, ganz überwiegend jetzt Reinfektionen sehen. Und ich meine, das sehen wir natürlich auch darin. Ich glaube, jetzt die Diskussion, ist diese Variante jetzt milder als jene? Also vom grundsätzlichen Potenzial her ist, glaube ich, BA5 nicht so harmlos. Aber dadurch, dass die allermeisten, die infiziert werden, schon mal irgendwie mit den Antigenen Kontakt hatten, haben wir ja im Moment eigentlich nicht so das Riesenproblem, was die Auslastung von Kapazitäten angeht. Wir müssen das immer in Relation setzen. Ne? Für jemand, der jetzt gerade hier zuschaut, der gerade richtig im Arsch ist und sagt, um Gottes Willen. Für die 170 Zerdrückten, die gestern verstorben sind. Also auch genau, da muss man natürlich, also schlimm. Der Holm ist Wissenschaftler und emotional tot. Das heißt, ihr müsst... Moment, Tommy, das ist nicht das Bild der Wissenschaft, das wir vermitteln wollen. Aber wir haben doch den Holm dabei. Ich meine, was soll ich denn machen? Ja, aber also erstens bin ich schon lange kein Wissenschaftler mehr. Zweitens bin ich überhaupt nicht vom Fach. Sehr gut. Das ist alles sehr gut, was du gerade sagst. Und trotzdem aber, tot. Komischerweise hast du das jetzt nicht thematisiert gerade. Tatsache ist, wir kommen ja nicht drum rum, dass wir uns früher oder später infizieren. Wir sollten uns möglichst nicht unnötig oft infizieren. Aber es erwischt uns zwangsläufig und es wird auch bei Leuten, die geimpft sind, kann es unangenehme Verläufe geben. Die Zahl der tödlichen Verläufe ist halt deutlich geringer. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, wir sind jetzt nicht so an dem Punkt, wo wir über ein bisschen drehen an der Impfquote. An der grundsätzlichen Impfquote noch viel was ändern können. Wo wir jetzt was machen können, ist, wir können Leute, die halt verstärkt gefährdet sind, halt wieder mal auffrischen. Und das würde ich dann deutlich empfehlen bei den Leuten, die halt ein erhöhtes Risiko haben. Und findet ihr nicht, jetzt ist eher eine persönliche Frage als eine wissenschaftliche, findet ihr nicht, man müsste insgesamt mehr dafür werben und mehr dafür tun, dass Menschen, die Risikopatienten sind, besser geschützt werden? Also ich meine, gut, jetzt bin ich in so einer Twitter-Bubble, wo sehr viele Leute sich tummeln, die sagen, ich möchte mein Kind nicht gefährden, was ich absolut mehr als legitim finde. Und dagegen argumentieren dann Leute, die sagen, ja, aber ich will doch auch meine Freiheit wieder haben. Und das finde ich sehr, sehr unangenehm. Und ich denke mir immer, mich schränkt es nicht ein, so eine Maske beim Einkaufen und irgendwo zu haben. Warum habe ich das Gefühl, dass das wichtiger zu sein scheint, dass Leute keine Masken tragen müssen oder ob wir vulnerable Menschen irgendwie unter uns haben? Das ist sehr, sehr unangenehm für mich und ich kann das nicht einordnen. Es gibt einfach Leute in unserer Gesellschaft, die so weit nicht gucken können oder wollen. Also es gibt ja ganz viele Leute, die, also bei denen klappt das ja mit dieser Eigenverantwortung der Berühmten. Die sagen, schon okay, Leute gesehen. Müssen wir jetzt durch, dann trage ich eben Maske, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, was soll's. Und dann gibt's halt Leute, die definieren Freiheit nur über das, was sie selbst gerne machen möchten und können nicht verstehen, dass es seit 2,5 Jahren Leute gibt, die sich kaum trauen, rauszugehen, weil sie eben einem so hohen Risiko ausgesetzt sind oder eben ihre Kinder, die in gewisser Weise ein höheres Risiko haben als viele von uns, nicht diesem Risiko aussetzen wollen, die in den Schatten bleiben, also um die sich auch keiner kümmert, die um alles kämpfen müssen, für die nichts einfach ist.
Und wenn die dann natürlich lesen, dass da jemand sagt, ja, ich will aber auf ein Festival gehen oder ich will halt irgendwie ohne Maske ins Geschäft gehen und einkaufen oder weiß der Geier was oder ins Restaurant, dann ist das für die natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und da können wir halt oder können manche von uns vielleicht ein bisschen mehr Empathie einfach gebrauchen oder mal einen Perspektivwechsel versuchen, um zu gucken, wie ist das denn so, wenn ich gar nicht rausgehen kann und sogar überlegen muss, kann ich jetzt einkaufen gehen oder sind da zu viele Leute ohne Maske? Selbst wenn ich selber eine trage, ist das Risiko dann zu groß. Also diese Abwägung ständig, das ist ja auch anstrengend. Ja. Das macht ja was mit den Leuten. Ja, ich kann nicht nachvollziehen, warum das nicht mitkommuniziert. Also mein Eindruck ist, es wird nicht genug mitkommuniziert, dass wir nach wie vor auf andere Menschen auch achten sollten. Und nicht nur jetzt, wir uns anstecken. Wir haben aber auch in der Politik manche Leute, die so drauf sind und die sagen, Freiheit ist halt, dass ich mein Porsche fahren kann zum Beispiel. Und das so schnell wie ich möchte. Genau. Kann ja fahren, 130 würde ja auch schon was bringen. Genau. Aber, wenn der noch elektrisch wäre, aber ganz anderes Thema. E-Fuels. Aber das ist ein Riesenproblem, Tommy, was du da ansprichst. Und da gibt es auch, glaube ich, wenig Antworten. Aber ich meine, vielleicht noch eins. Ja, Holm zuerst. Ja. Man muss natürlich auch sagen, also wir können natürlich die Geschwindigkeit, in der das rumgeht, bremsen, wenn wir alle vorsichtiger sind. Aber wir werden es ja nicht los. Also der Punkt, also jemanden wirklich dauerhaft vor einer Infektion zu schützen, wird nicht funktionieren. Aber ist es nicht so, dass je weiter ich das rauszögere, desto besser die Impfstoffe, desto eventuell weniger schädlich das Virus? Also dass auch Zeitgewinnen etwas Gutes ist, Carsten, vielleicht mal. Nicht unbedingt. Also ob das Virus immer harmloser wird, das glaube ich nicht. Es muss zumindest nicht sein, das Virus hat nur was davon, wenn es sich besser ausbreitet. Das sind die Varianten, die sich dann durchsetzen. Und ausbreiten heißt einfach, entweder bist du ansteckender oder du kannst mehr Menschen anstecken, die vorher nicht ansteckbar waren, weil sie vielleicht immun waren und du so der Immunität etwas entgehst. Aber das Coronavirus ist ja so, dass es schon übertragen wird, bevor du wirklich ernsthafte Symptome hast. Das ist ja das Gemeine an diesem Virus und deshalb verbreitet sich das ja so. Und das heißt, das Virus hat schon seine evolutionäre Pflicht erfüllt, wenn es schon von der einen Person zur nächsten übergesprungen ist. Was dann mit der ursprünglich infizierten Person passiert, ist dem Virus eigentlich gesagt Schnuppe egal, ob die Person jetzt nur leichte Symptome hat oder schwer krank wird. Evolutionär bringt ihm das weder einen Vor- noch einen Nachteil. Und deshalb kann sich natürlich auch eine Variante entwickeln, die einfach sehr übertragbar ist, aber auch krankmachender ist. Das ist kein Nachteil oder Vorteil für das Virus. Und deshalb kann man das nicht sagen, dass die Virusevolution immer nur dahin geht, dass sie weniger krankmachend ist. Wo du aber natürlich recht hast, ist, dass die Impfstoffe und die Immunität besser wird. Das wollte ich gerade noch sagen, wir können natürlich auch die Erkrankung oder die Infektion mittlerweile viel besser behandeln. Mhm. Wir haben jetzt nicht nur Medikamente für die Schwerkranken, sondern wir haben auch Prophylaxe. Das heißt, wir können Leuten, die zum Beispiel eine Immunschwäche haben und gar nicht auf die Impfung reagieren können, die können Antikörper gespritzt kriegen, die sie dann für das nächste halbe Jahr erstmal schützen und die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Erkrankung reduzieren. Wir können Leuten, die sich infizieren und Risikopatient sind, Medikamente geben, die die Vermehrung des Virus verhindern, Paxlovid und wie sie alle heißen. Da gibt es zwar im Moment noch wenige, aber das wird mehr werden. Da müssen wir auch besser werden. Also weißt du was drüber, ob die inzwischen von den Ärzten besser angenommen werden? Die wurden ja am Anfang auch sehr wenig verschrieben, obwohl sie verfügbar waren. Ich habe auch so ein bisschen Aufklärung bei Hausärzten gemacht und da hat mir auch ein Hausarzt gesagt, also er hat seine Patienten durchgeguckt, die Patientenakten, und hat die Patienten aktiv angesprochen, hat gesagt, du bist für mich ein Risikopatient, wenn du positiv getestet wirst, kommst du bitte sofort vorbei und holst dir dein Rezept für Paxlovid ab, das liegt dir schon. Und mittlerweile ist es so, dass die Apotheken das auch auf Vorrat haben können, das heißt, dann hast du es auch sofort, weil diese Medikamente wirken am besten, wenn du sie innerhalb von 3 bis maximal 5 Tagen nach Symptombeginn nimmst. Das heißt, wenn du dann erst mit schweren Symptomen im Krankenhaus landest, ist es dafür meistens schon zu spät. Und deshalb und das sind Tabletten, die du nehmen musst. Das heißt, das kannst du zu Hause machen. Das heißt, der Hausarzt muss das verschreiben. Und das ist so, wie Holm gerade gesagt hat, da sind für einige Hausärzte, die kennen das noch gar nicht. Und andere sind da wirklich sehr fit schon. Okay, und das muss für den Herbst auch besser werden, dass wir da mehr bei den Hausärzten auch und auch bei den Leuten, die Risikopatienten sind. Da ist es manchmal so, die Leute selber wissen, es gibt dieses
dieses Medikament und wollen das dann bekommen und der Hausarzt weiß gar nicht, was das ist vielleicht. Also ich habe teilweise auch wirklich so, also ich in meinem Umfeld mitbekommen, da gibt es dann halt einen Hausarzt, der dann sagt, na ja, und dann frischen wir doch erstmal die Herpes-Zoster-Impfung auf, bevor wir Ihnen jetzt den vierten Covid-Impfstoff geben, weil natürlich Herpes-Zoster, also die Gürtelrose kann halt durch eine Impfung auch einen Schub ausgelöst werden. Insofern ja, aber wenn du darüber natürlich dann den vierten Booster halt auf ewig rausschiebst und dann da nochmal 6 Wochen Abstand und so, ja, aber das, also da ist auch bei den Hausärzten bin ich manchmal nicht glücklich mit dem, was mir da so zu Ohren kommt. Ja. Carsten, ja. Gibt es denn, also ich weiß, in der Sendung Alle bekloppt mit Sophia verweisen wir immer auf Psychotherapieambulanzen, wenn Menschen sich beraten lassen wollen. Gibt es sowas im Bereich der Immunologie, weil du sagst, es gibt ja die Möglichkeit zu spritzen und ich bin da sofort so bei Holm dabei, dass das eben die normalen HausärztInnen vielleicht auch nicht wissen, weil es natürlich jetzt auch ein Spezialfall ist und natürlich diese seltenen Erkrankungen, diese Hochrisikopatienten auch nicht so häufig natürlich sind. An wen könnten sich denn zum Beispiel Eltern von Kindern wenden, um das mal abzuspielen? Gibt es da eine Anlaufstelle, eine immunologische Beratungsstelle? Nicht wirklich. Ehrlich gesagt, nicht wirklich, nein. Aber da muss man natürlich sagen, bist du bei den wer sind Impfärzte? Meistens sind sie Kinderärzte. Die Kinderärzte sind Impfärzte, die können auch Erwachsene impfen. Die kennen sich meistens mit den Impfungen aus. Und es ist natürlich Corona wieder eine neue Impfung. Da muss man gucken, dass man einen hat, der sich auch da so ein bisschen mit eingearbeitet hat. Es gibt ganz normale Hausärzte, die da wirklich fit sind. Und da kann man sich einfach nur sagen, gut, wenn es halt dein Hausarzt mit dieser vierten Impfung nicht so genau nimmt oder sagt, nee, du bist unter 60, die gebe ich dir nicht, dann musst du dir wirklich einen Termin beim anderen Arzt holen, der es dir dann gibt. Aber das ist so ein bisschen... Da gibt es ja keine direkte Anlaufstelle, dass du sagen kannst, das ist ein Arzt, der sehr viel impft oder der da sehr immunologisch aktiv ist. Oder, es gibt ja keinen Facharzt für Immunologie in Deutschland. Nee, genau, gibt es nicht. Ja. Oder bei Leuten, die halt eine spezifische Vorerkrankung haben, den entsprechenden Facharzt im Zweifelsfall auch noch nach der Impfung fragen und nicht unbedingt nur den Hausarzt. Ja. Ich muss ein paar Fragen abarbeiten hier. Ja. Fixi maximal. Fragt etwas, wo ich denke, das ist relativ wichtig. Bitte stürzt euch da nicht direkt drauf, sondern beantwortet das so ruhig, wie es eure Art ist. Wir schützen doch eigentlich nicht andere, sondern uns selbst durch eine Impfung. Oder habe ich da was falsch verstanden? Wer möchte? In erster Linie ja. Aber wir reduzieren natürlich in den ersten Monaten durchaus auch die Übertragung. Und das der Effekt ist bei Omikron jetzt kleiner, als er bei Alpha war. Aber den gibt es auch noch und man sollte ihn nicht ganz unter den Teppich kehren. Und spätestens bei einem Impfstoff, der dann auf Omikron abgestellt wird, ändert sich das dann wieder ein bisschen, weil wir dann natürlich dafür sorgen könnten, wenn genügend Leute gegen Omikron geimpft sind, dass das Virus nicht mehr ganz so viel unterwegs ist. Und wobei wir uns das Thema, was gibt es eigentlich bei den Impfstoffen an neuen Entwicklungen auch nochmal angucken sollten. Das sollten wir noch machen. Aber es ist doch schon so, dass wenn ich geimpft bin, bin ich insgesamt durch die Viruslast weniger ansteckend. Und es sind auch nicht so viele aktive Viren, die ich aushuste. Oder, Carsten? Nicht so lange. Ja, genau. Also das heißt klar. Natürlich. Also man muss natürlich sagen, klar, primär schützt die Impfung mich selber. Ich gerade bei einer Atemwegsinfektion, bei Masern oder sowas ist das was anderes. Da habe ich diese sterile Immunität, das kriege ich bei Atemwegserregern einfach nicht hin. Von daher muss man sagen, primär geht es um den Eigenschutz. Und wenn die Impfung aktuell ist und mit dem angepassten Impfstoff, dann habe ich dann auch nochmal einen Fremdschutz, weil ich mich A, weniger wahrscheinlich infizieren kann und B, selbst wenn ich mich infiziere, das Virus weniger weitergeben kann. Das ist aber so, das ist das Bonbon. Und das ist aber letztendlich natürlich der Grund, warum die STIKO manchmal halt Impfempfehlungen für medizinisches Personal macht. Zum einen, damit die selber vor Ausfällen geschützt sind, weil die dann selber geschützt sind. Aber natürlich, wenn sie auch die vulnerablen Gruppen schützen, wenn sie indirekt damit umgehen. Ich wollte gerade sagen, also wenn jemand natürlich regelmäßig mit Risikopatienten zu tun hat, sei es in der eigenen Familie oder sei es in einer entsprechenden Pflegeeinrichtung, dann macht es natürlich schon Sinn, diese Leute auch regelmäßig aufzufrischen. Weil das Übertragungsrisiko nicht auf Null setzt, aber halt schon mal spürbar reduziert. Crazy Nap Lady, was sagt denn der General, ich muss da halt immer dieses Lied im Kopf haben, ne? Das geht halt nicht anders, zu dieser Krankenhaus der Werbung. Was sagt denn der General zu dieser Krankenhaushygieneempfehlung mit Listerin zu gurgeln und präventiv Algovir zu nutzen? Habe ich auf Twitter gesehen, frage mich, was ich davon halten kann. Kenne ich nicht. Okay, danke. Sorry, nee, also ist okay.
Aber es gibt das, also es gibt ja Kaugummi, was entwickelt wurde, was du kauen kannst, was dann die Viruslast im Rachen verringert und dann bist du für 2 Stunden weniger ansteckend. Klar, das ist dann reine Physik. Natürlich kannst du deinen Rachen desinfizieren mit verschiedensten Sachen und dann sind die Viren, die da drin waren, erstmal tot und dann kannst du sie nicht weitergeben. Das heißt, das funktioniert, weil ich krieg da dauernd Werbungen in den Sozialen. Also du sollst hier keine Chlorbleiche injizieren, wie Trump das gesagt hat. Zugelassene Produkte, die für diesen Zweck gedacht sind, können einen Das bringt halt graduell was. Also ich kriege auch regelmäßig Facebook-Werbung von irgendeiner Firma angezeigt, die irgendein Nasengurgel, keine Ahnung, irgendein Zeug vermarktet und dann aufs Ärzteblatt verlinkt, wo sie natürlich auf ihr eigenes Inserat im Ärzteblatt, Bezahlte Anzeige, top. Ja, aber es ist erstmal aufs Ärzteblatt verlinkt. Aber sagen wir es mal so, wenn das tatsächlich so ist, dass das für 2 Stunden das reduziert, wäre das zum Beispiel etwas, also wir haben jetzt dann demnächst wirklich eine große Produktion bei uns in der Firma mit 50, 100 Leuten, die aufeinander stehen in einem Studio. Wir machen natürlich ohne Ende Testwahnsinn, Testgewitter. Die Hauptdarsteller haben eine eigene Teststation. Das ist ein irrsinniger Aufwand, kostet richtig Geld. Das liegt aber daran, dass wir natürlich nicht riskieren dürfen, also kein Risiko, also das Risiko so klein wie möglich halten müssen, dass wir Drehausfall haben. Und wenn das bedeutet, dass man mit so einem Kaugummi und einem Nasenspray zum Beispiel während der Mittagspause, wo man notgedrungen dann irgendwo zusammen in der Schlange steht und sich das Essen holt, die sich den Appetit verdirbt, was gut ist, weil wir dann weniger Geld verdienen. Und dann kommt der Chinese wieder. und B, tatsächlich physikalisch dafür gesorgt wird, dass eine theoretische Ansteckung geringer ist, ist das ja eigentlich eine gute Sache. Also funktioniert. Ja, aber bewegst dich natürlich in der Größenordnung, die du auch mit Lüften erreichst. Also du machst damit was, aber du bist in der ähnlichen Größenordnung, wie die so mit anderen physikalischen Maßnahmen auch hast. Ja. Carlos Cornil, ich sehe 2 Menschen mit Vollbart im Panel. Wie hoch ist der Schutz durch eine FFP2-Maske unter den Umständen, da sie nicht wirklich dicht sitzt? Weiß Carsten was darüber? Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich nicht einkaufen gehe, wenn ich so einen Bart habe. Weil ich wollte es gerade sagen, genau, wenn ich einkaufen gehe, dann setze ich einen Langhaarschneider an. Jetzt siehst du, dass bei mir am Wochenende der Rewe-Lieferdienst. Ja, aber musste das da oben sein mit dem Langhaarschneider? Nein, also eine Maske. Die Maske soll schon gut abschließen. Ja. Das heißt, wenn man das so rasiert, dass sie dann über dem Bart und hier ist dann kein Bart, dann ist es besser. So richtig. Also ganz kurz nochmal, FFP2-Maske hat einen relativ hohen Widerstand, bis die Luft da so durchgeht, weil das nochmal besser filtert. Und wenn du dann irgendwo undichte Stellen hast, dann sucht sich die Luft natürlich den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, bei so einer Maske FFP2 ist der Bart wirklich schlecht, weil dann geht die Luft im Prinzip da unten durch und du atmest auch durch den Bart wieder ein. Das heißt, du bist selber weniger geschützt und schützt auch andere weniger. Dann macht es sogar fast mehr Sinn, eine medizinische Maske zu tragen. Da ist der Widerstand geringer. Da atmest du trotz Bart noch das meiste durch dieses Maskenmaterial. Dann hast du wenigstens noch eine gewisse Filterwirkung, die nicht so gut ist wie eine FFP2, aber besser als eine FFP2 mit Bart. Wow. Okay. Frage an den General von Starfish-Tagen. Starfish-Tagen? Frage an den General. Bei unter 60, nur ganz eventuell minimal erhöhtem Risiko und bislang soweit bekannt keiner Infektion, lieber jetzt 2. Booster oder auf angepassten Impfstoff warten oder gar lieber schon mal Infektion riskieren für gemischte Immunität? Also, Zweiteres, also sprich auf den angepassten Impfstoff warten, natürlich mit der Realisierung, dass du vielleicht ein hohes Risiko hast, dich zu infizieren. Das muss man aber nicht fahrlässig in Kauf nehmen. Also ich habe mich auch weiterhin mit Maske geschützt, aber es kann natürlich passieren. Einfach vor dem Hintergrund, dass man selber wahrscheinlich durch die 3. Impfung noch so gut geschützt ist. Man kann auf den angepassten Impfstoff warten. Das passiert jetzt im September wahrscheinlich, dass die kommen. Also können wir echt drauf warten? Da gibt es auch einige Fragen. Sollen wir für BA1.2, BA4.5 oder beide? Nein, oder? Also okay. Wollen wir das jetzt aufmachen? Gut. Ja. angepasste Impfstoffe. Also im Moment impfen wir ja noch mit den Impfstoffen, die das Wuhan-Spike-Protein haben, also das ursprüngliche Virus, das es schon gar nicht mehr gibt. Seitdem gab es schon Alpha, Beta, Gamma, Delta und jetzt Omikron. Und Omikron sieht so anders aus vom Spike-Protein mit so vielen Mutationen, dass die Antikörper, die das ursprüngliche Impfstoff macht, nicht mehr so gut auf
Omikron passen. Und deshalb ist der Schutz vor der reinen Infektion suboptimal oder nicht mehr so gut. Mhm. Man kann jetzt natürlich bei den Impfstoffen das Spike-Protein anpassen. Und jetzt, was aktuell da gemacht wird, sind wieder die mRNA-Hersteller, also BioNTech und auch Moderna. Aber auch Novavax zum Beispiel, was diesen Proteinimpfstoff hat, ist dabei, das anzupassen. Da gibt es jetzt zum ersten Mal zwei Ansätze, zwei unterschiedliche Sachen. BioNTech macht es so, dass sie das Spike-Protein oder das, die gesamte mRNA, die man da verimpft, ist gegen das Spike-Protein, für das Spike-Protein von Omikron, BA1. Die haben beides. Die haben auch einen Bivalenten. Ja, aber die bringen halt nur den einen auf den Markt, den Monovalenten. Und Moderna macht diesen Bivalenten. Das heißt, die Hälfte von der mRNA ist noch der Ursprungsvirus und die andere Hälfte ist BA1, also Omikron. Hat beides so ein paar Vor- und Nachteile, aber beide schaffen es, dass man mit dieser Impfung wieder viel besser diese neutralisierenden Antikörper, die wir vorhin schon gesagt hatten, gegen Omikron macht. Mhm. Damit ist man dann auch wieder besser vor Omikron, sowohl bei der Infektion, aber noch natürlich besser und wichtiger vor der schweren Erkrankung geschützt. Deshalb macht es Sinn, auch auf diese Impfstoffe durchaus zu warten. Und man muss aber auch ganz klar sagen, jemand, der sich jetzt entsprechend der STIKO-Empfehlung, weil er über 70 war, schon das vierte Mal mit dem Ursprungsimpfstoff im Frühjahr hat impfen lassen, der hat sich jetzt damit nichts verbaut, der kann dann, und das ist dann für diese Person die fünfte Impfung, im Herbst durchaus nochmal mit so einem angepassten Impfstoff impfen lassen, weil auch das bringt dann nochmal viel mehr Schutz gegenüber Omikron. Und ich sage deshalb, warten für die Leute, wenn jetzt gerade die Frage kam, weil das würde ja heißen, ich würde mich jetzt im Juli mit dem Ursprungsimpfstoff nochmal impfen lassen und dann müsste ich aus immunologischer Grund mindestens 3 Monate warten, bevor ich dann mich nochmal impfen lassen würde. Und für die meisten Leute ist es dann auch A, so eine gewisse Impfmüdigkeit und B, sagen sie, muss ich mich wirklich alle 3 Monate impfen lassen, nur um geschützt zu sein? Das ist es halt nicht. Und deshalb sage ich dann in den meisten Fällen, nee, sie können ruhig warten, bis dann der angepasste Impfstoff da ist. Das ist jetzt im September wahrscheinlich dann der Fall. Und dann kann man sich halt nochmal impfen lassen. Sollte man, zu den angepassten Impfstoffen sagen muss, also die schützen, also nachgewiesen ist der verbesserte Schutz gegen BA1 und BA1 gibt es praktisch nicht mehr. Also jedenfalls bei uns. Ja. Also das, wenn man sich jetzt das Ganze nach Neutralisierungstitern anguckt, schützen die auch besser als der alte Impfstoff gegen BA5, das was im Moment die dominante Variante ist, aber schon mal wieder um einen Faktor 3-4 schlechter als gegen BA1. Also diese Omikron-Varianten unterscheiden sich auch relativ deutlich. Und heißt das, wir müssen schneller werden? Das Virus ist halt schneller als wir, ist klar. Aber das Virus ist so schnell kannst du eigentlich keine neuen Impfstoffe zulassen. Aber also zumindest kannst du sie nicht wirklich testen. Aber ist es nicht perspektivisch so, dass wir dann irgendwann, so wie wir das jetzt auch bei den Influenza-Viren haben, dass wir immer gucken, jedes Jahr guckt man, was gibt es denn für dominante Virenvarianten von Corona und dass man dann sich einmal jährlich so ein Booster dann auch gegen Corona oder vielleicht so eine Kombi-Impfung irgendwann geben lassen kann? Naja, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du halt versuchst, eine möglichst stark kreuzreaktive Antikörper zu kriegen. Aber das ist noch so ein bisschen, da gibt es momentan noch nichts, was das Ziel erfüllt. Gut, wenn du einen hast, der gegen alles dann wirkt, sozusagen. Ja, ja gut. Genau. Ja. Aber der Unterschied ist ja, bei Influenza versuchst du ja eine Vorhersage zu machen aufgrund der Stämme, die halt ein halbes Jahr vorher auf der anderen Seite der Welt im Moment verbreitet sind. Und dann kann diese Vorhersage manchmal passen und andere Jahre passt sie halt schlecht und dann ist halt die Impfung schlechter. Bei Corona ist es ja so, wir können ja gar nicht vorhersagen, was kommt. Das ist ja, es gibt ja keine unterschiedlichen Corona-Stämme. Alpha, Beta, Gamma, Delta, die sind ja nicht mehr, die gibt es ja gar nicht mehr. Die kommen ja so jetzt erstmal nicht wieder zurück. Kann man nicht ausschließen, aber wahrscheinlich nicht. Und deshalb muss man erstmal gucken, was denn da ist und kann immer nur reagieren. Man kann da nicht vorausschauend was machen. Außer man fände irgendeine Impfung, die quasi gegen die Essenz des Coronavirus. Das ist ja das, was Holm gerade meinte. Ja. Was natürlich auch passiert, das muss man immunologisch vielleicht auch mal erklären. Du bist jetzt 3-mal mit dem Ursprungsimpfstoff geimpft worden. Und das ist das Wuhan-Virus. Dann hast du Immunzellen, die wunderschön auf dieses Wuhan-Virus passen. Und dann wirst du ein 4. Mal geimpft mit diesem Omikron angepassten Impfstoff. Und dann sind jetzt
diese Immunzellen, die scheren sich gar nicht drum, weil die passen da gar nicht drauf. Das heißt, du vermehrst gerade die Immunzellen, die sowohl auf den Ursprungsvirus als auch jetzt auf Omikron passen, mit diesem angepassten Impfstoff. Okay. Und das sind natürlich die, die dich jetzt variantenunabhängig irgendwann mal schützen. Mhm. Das heißt, natürlich ist es so, wenn du dich jetzt schon mit Omikron infiziert hast oder einen Omikron-angepassten Impfstoff kriegst, dann hast du diese etwas robustere Immunität danach. Und wenn es dann weitere Varianten gibt und wir werden dann den Impfstoff vielleicht nächstes Jahr wieder anpassen oder man infiziert sich mit anderen Varianten, dann passiert genau das, dass du immer wieder die Immunzellen stimulierst, die jetzt schon da waren, weil sie auf die alten Varianten passen und auch auf die neuen. Das heißt, irgendwann kommst du zu so einer gewissen variantenunabhängigen Immunität. Und das ist natürlich so die Hoffnung. Und schön wäre natürlich, wenn man das mit einer Impfung induzieren könnte, dass man sagen kann, du bist jetzt geimpft und damit ist hier scheißegal, was für eine Corona-Variante. Die nächste heißt ja dann jetzt Psi, ne? Die nächste ist Psi, glaube ich, ja, und dann Sigma. Dann könnte dir die egal sein, die nächsten Varianten, weil du dagegen schon immun bist. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Also momentan wissen wir halt auch nicht wirklich, was jetzt kommt. Im Moment wird ja viel diskutiert über die BA275, die jetzt in Indien die BA2 verdrängt. Ja. Von der wir aber gar nicht wissen, ob sie unter den Bedingungen, die wir hier haben, auch BA5 verdrängen würde. Und das ist jetzt einfach die große Frage. Und dann ist natürlich also die jetzt angepassten Omikron-Impfstoffe würden wohl ganz gut auf diese 275 passen. Wenn man jetzt nochmal an BA5 anpassen würde, würden sie da wieder schlechter drauf passen. Also das ist ein relativ komplexes Feld. Ich glaube, generell kann man, glaube ich, sagen, jetzt einmal einen Impfstoff gegen eine andere Variante zu geben, ist vielleicht einfach wegen der Breite der Immunität auch insgesamt hilfreicher. Also das, Alexander, du hast eingeatmet. Ja, das würde ich Carsten gerne mal fragen. Ich habe ein paar Mal jetzt schon gelesen, das ist zum Teil sogar von Ärzten mitunter verkürzt auf irgendwelchen Kurznachrichtendiensten im Internet, die Aussage gibt, naja, vielleicht auch mal die Maske weglassen, damit man sich mit kleinen Virenmengen mal auseinandersetzt, damit man das Immunsystem dann auch so ein bisschen trainiert. Vielleicht hat man ja Glück und kriegt nicht so viel Virus, dass man krank wird, aber ja, der Körper reagiert auf Viren. Ist das überhaupt realistisch zu sagen, auch ich nehme so 100 Viren, nicht 500, weil die machen krank, aber mal so 100. Da gucke ich dann mal, der Typ da hinten, der sieht mir so ein bisschen nach 400.000 Viren. Du meinst also homöopathische Virenmengen? Also die meinen schon ernsthaft, wir müssten uns so, das habe ich ein paar Mal gelesen, wir müssten unser Immunsystem ja intelligent machen, dadurch, dass wir uns auch diesen neuen Virenvarianten jetzt auseinandersetzen. Auch deswegen ist eine Maske nicht so sinnvoll. Sind das Ärzte, ja, so, die auch von Selbstheilungskräften sprechen? Ja, das Problem ist ja, dass das Immunsystem sich natürlich erst wirklich mit diesem Virus auseinandersetzt, wenn es dich dann auch krank macht. Wenn da so 50 Viren da irgendwo auf irgendwelchen Epithelzellen rumzappeln und dich nicht krank machen, dann hat das Immunsystem ja auch nichts davon. Also dann wird das ja auch nicht reagieren. Also da hast du auch kein Training. Also das ist ja. Also Dreck reinigt den Magen, in dem Fall stimmt hier nicht. Grundsätzlich gibt es den Effekt natürlich schon, aber ich glaube, das größere Problem ist, du weißt einfach nicht, kriegst du jetzt mit Maske genau die Menge, die du jetzt brauchst, um eine ganz schwache Reaktion auszulösen und aber noch nicht krank zu werden? Oder kriegst du die ohne Maske? Also das ist ja, also darauf wollte ich hinaus, dass das einmal gesagt wird. Ich wurde mal, um das vielleicht so anekdotisch zu erzählen, von Medienvertretern, die wollten eine Aktion planen, das war noch vor Omikron, wollten einen Bus in eine Fußgängerzone stellen mit großen Plakaten, dass man sich hier doch die Infektion holen könne unter medizinisch kontrollierten Bedingungen, um letztendlich sein Genesenzertifikat zu haben, weil genesen ohne oder immun ohne Impfung, ne? Wo sie gucken wollten, welche Leute da wirklich drauf reinfallen. Um denen dann natürlich nachher zu erklären, natürlich werdet ihr nicht medizinisch kontrolliert infiziert. Und da wollten sie mich dann dabei haben, um den Leuten dann auch wirklich ein bisschen zu erklären, warum das nicht so gut ist, sich jetzt absichtlich zu infizieren. Das klingt für mich ähnlich schlau, wie einen Verschwörungsmythos zu erfinden. Nein, das war so eine Aktion, die Medien geplant hatten, die sie dann wieder eingestampft haben, als dann Omikron kam und sich sowieso alle Leute infiziert haben. Wäre mal lustig gewesen, zu gucken, wer denn da wirklich gesagt hätte,
ich lasse mich jetzt mal hier absichtlich infizieren. Es geht so, weil ich kann mir dann schon die ersten Leute vorstellen, die ihr Wohnmobil klar machen und dann auf dem Dorfplatz fahren und sagen, so, habe ich im Fernsehen gesehen, mache ich jetzt auch bei mir, kannst du es dir kontrolliert holen. So, aber gut, dafür brauchtest du die Aktion nicht, das haben ja genügend Leute gemacht. Gibt auch die Maserpartys. Und hier jetzt tatsächlich eine perfekt von euch vorbereitete Überleitung auf die nächste Frage, weil wir hier von ländlichen Gebieten sprechen. IBZ Berlin, Frage abermals an den General. Ich glaube, du bist dort sehr beliebt. Wie lassen sich die momentanen mega hohen Inzidenzen in ländlichen Gebieten erklären und welche Aussagekraft haben sie? In meinem Heimatlandkreis in Nordost-Oberfranken, ich wusste gar nicht, dass das gibt, ist die Inzidenz gerade über 1700. Im Nachbarlandkreis über 2300. Dagegen meine Wahlheimat Berlin 415. Wie lässt sich das erklären? Nordost-Oberfranken. Was weißt du über die Inzidenz in Nordost-Oberfranken? Zwei Faktoren, die mir da so, also erklären kann ich es nicht, aber ich kann es versuchen. Zwei Erklärungsmöglichkeiten hätte ich. Die eine ist natürlich, dass auch auf ländlichem Gebiet Leute sich lange an die Hygienemaßnahmen gehalten haben. Es da zwar jetzt nicht U-Bahn und S-Bahn gibt, wo die Leute zusammengepfercht werden, aber auch dort begegnen sich Menschen und haben Partys und haben Feierlichkeiten etc., die dann vielleicht lange ausgefallen sind und die jetzt nachgeholt werden. Und Corona ist ja für viele Leute vorbei und dann wird das ohne Maske gemacht. Dann hast du da auch Events, wo sich hunderte Leute anstecken können, die es dann wieder auf die nächsten kleineren Feste tragen. Also nur weil es nicht in der Großstadt ist, kann sich das Virus in den ländlichen Gebieten trotzdem sehr gut verbreiten. Mhm. Und den anderen nicht Effekt, so, dass du auf dem Land keine Erkältung gekriegt hast sonst. Ja, genau. Also. Und der andere Effekt ist, und das muss man auch mal sagen, das beobachte ich selbst in den Großstädten, dass gerade die Stadtteile, die am Anfang hohe Inzidenzen hatten, weil da Leute sehr beengt zusammengewohnt haben und sich gar nicht so gut schützen konnten oder vielleicht gar nicht so gut über Masken und sowas informiert waren. In diesen Stadtteilen, wo wir letztes Jahr noch viel höhere Inzidenzen haben, sehen wir jetzt viel niedrigere Inzidenzen. Das hat was damit zu tun, dass wenn sich mal genügend Leute infizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich reinfizieren, erstmal für die nächsten paar Monate geringer. Das heißt, da haben wir so eine gewisse Herdenimmunität, wenn man jetzt davon nochmal reden aber möchte. Aber nur eine gewisse. Du musst das unbedingt relativieren, weil... Ja, natürlich, das schützt nicht unbedingt. Und so kann es natürlich sein, dass du jetzt in den Großstädten, die hatten einfach früher die höheren Inzidenzen und da sind viel mehr Menschen jetzt immun durch diese hybride Immunität, idealerweise, weil sie geimpft waren und sich jetzt schon infiziert haben. Und im ländlichen Bereich wird das teilweise jetzt nachgeholt. Und da sind mehr Menschen, die das Virus wieder infizieren kann. Das wäre die zweite Erklärungsmöglichkeit. Und keine von beiden kann das komplett erklären. Ja. Wobei das nicht kein Stadt-Land-Effekt ist in dem Sinne momentan, sondern das Berliner Umland, also eigentlich Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, also eigentlich Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sind momentan halt gerade mal niedrig. Die waren halt vorher mal hoch und dann gehen die anderen wieder hoch und wenn da die Zahlen eine Weile hoch waren, dann gehen sie da wieder runter und dann, also das ist einfach so regionale Wellen, da darf man für meine Begriffe auch nicht allzu viel reininterpretieren. Ich weiß, dass ein Bekannter von uns aus Nordrhein-Westfalen lange Zeit sich ganz schlimm beschwert hat, dass die Situation in Nordrhein-Westfalen so schlimm ist, da ist es jetzt gerade mal wieder besser, in Hessen ist es ein bisschen schlechter. Jetzt ist es ja auch egal, es ging ja nur um Nordost-Oberfranken, alles andere war ja gar nicht. Nordost-Oberfranken sieht gerade blöd aus, das sehe ich auch, ja. Im Sommer sagt, das finde ich spannend, ich habe einen FFP3-Schal, der bis ins Shirt geht. Oben schließt er an der Nase mit Gummidichtung ab. So sollte es auch mit meinem Bart gehen, oder? Ich will auch einen FFP3-Schal, der bis ins Shirt geht. Wie geil ist das denn? Das wäre ja was für am Set. Okay, cool. Danke für den Tipp. Schau ich mir auf. FFP3 ist dann tatsächlich, nehme ich jetzt so an, noch besser als FFP2? Oder? Viel hilft ja. Viel. Viel hilft viel. So, apropos viel hilft viel. Es hilft uns sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn wir krebsen wieder rum. Wir haben kurz mal letzte Woche Dienstag? Von letzte Woche hatten wir 2000. Ja. Hatten wir tatsächlich kurz mal 2000. Das Problem bei diesen Abos bei Twitch ist, dass die... Das Problem bei diesen Abos bei Twitch ist, dass die verfallen nach 4 Wochen und deswegen immer nachgetwitcht werden muss. Wenn ihr Prime-Abonnenten seid, könnt ihr das verknüpfen und könnt uns ein Abo schenken und es kostet euch nichts. Was ihr auch machen könnt, und da sind all diese Menschen, die ihr jetzt hier gerade seht, vertreten. Es gibt jetzt ein Update von unserer wunderbaren Tasse. Hast du da eigentlich eine, Carsten? Nee. Was? Was?
kriegst zwei Stück zugeschickt, definitiv. Denn du bist hier auf der Schulter von Bernd Harder zu sehen. Ah, siehst du. Da bist du drauf und man erkennt dich. Definitiv, ja. Muss man ja sagen. Und ja, in der neuen Edition ist jetzt tatsächlich auch Dirk van den Boom in einem kleinen Ufo Raumschiff zu sehen, der dem Alexander fast in sein Bärtchen fliegt. genau, also da sind die gesamte Stammgesellschaft ist auf dieser Tasse und die Mods werden da jetzt einen Link posten, wie ich sie kenne, und da kann man draufklicken und da unterstützt ihr uns tatsächlich direkt, denn wir werden mit dem Geld, was da reinkommt, tatsächlich dann eine Ausschüttung machen, wahrscheinlich am Ende des Jahres, so als kleines Weihnachtsgeld an unsere Gäste und Gästinnen. Und die kriegen das dann. Also es kriegt weder ich noch Dan und Steffen, die einen Kanal betreiben, sondern wirklich nur unsere Gäste. Und dann kann jeder einmal davon Eis essen gehen, wenn er keine zwei Kugeln möchte. Im Winter. Im Winter. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann muss, im Winter braucht man nicht so viel Kugeln, ja. Genau. Fruchtiger Moment schreibt gerade: Danke, Carsten. So eine fundierte, aktuelle Antwort habe ich lange gesucht. Und dann hat sich der Hashtag Carstenloben hier über unseren Chat gelegt. Wie eine liebliche Wolke. Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Danke, das freut mich, dass das. Achso, Carsten jetzt, ich dachte, du meinst. Runa Rian, Frage. Ich muss beruflich auf ein Festival, komplett an der frischen Luft, Zelte und so weiter. Macht das Sinn, Maske zu tragen? Die Temperaturen sind jetzt nicht gerade zuträglich. Oder reicht in Anführungsstrichen der Luftaustausch durch den Wind aus, um das Risiko klein zu halten? Ja, physikalisch muss man einfach sagen, draußen, wenn das Windchen geht, bringt die Maske sehr, sehr wenig, muss im ich Vergleich sagen. Im Vergleich. Also sie bringt nicht. Natürlich wird die Maske dann noch mal ein bisschen mehr bringen, aber ob es das bisschen mehr dann wert ist, die ganze Zeit mit Maske rumzulaufen, weil das Blöde ist ja, du ziehst es dann gerade ab, wenn es vielleicht bräuchtest. Von daher sage ich auch immer, wenn ich gefragt wird, soll mit diesen Festivals, sollen die überhaupt stattfinden? Klar, das sind meistens junge Menschen, das muss man auch mal einfach so sagen. Die meisten davon sind jung, es findet draußen statt. Idealerweise sind sie alle geimpft. Und klar kann es da zu Infektionen kommen. Wenn das dann aber in dieser Gruppe bleibt, ist es ja okay. Wenn sie danach aber nächste Woche Oma, Opa besuchen, sollen sich bitte vorher testen. Ist es denn, wenn du in einer Bierschlange oder einer Würstchenbudenschlange stehst, dann oder in einer Moschpit? Oder, nein, gut, aber okay. Aber da kannst du dir also alles andere holen dann noch. Also Situation, ja, wo der Wind dann vielleicht nicht mehr so weht, dass man sich da aufsetzt, oder kann man es dann auch bleiben? Ja, ich glaube, dann hast du wahrscheinlich eher das Thema mit Tröpfcheninfektionen, dass einen jemand anhustet oder sowas. Genau. Aber dann ist die Maske für meine Begriffe primär was zum Fremdschutz, nicht so sehr zum Eigenschutz. Zum Eigenschutz bringt dir wahrscheinlich eine Brille noch mehr als eine Maske. Hä? Ja, die Tröpfcheninfektion läuft ja meistens eher über die Augen. Es ist ja selten so, dass dir jemand in den Mund hustet oder in, also ist auch selten so, dass mir jemand in die Augen hustet, ehrlich gesagt. Also zumindest. Nee, also, ja, aber da hast du halt auch Schleimhäute und deshalb sind Brillenträger geschützt. Ja. Also du hast relativ viel von diesen typischen Anhustinfektionen kommen halt über die Augen. Die sagst du mir jetzt nach zwei Jahren. Weil bei Covid halt die Aerosolpartikel das Relevantere sind. Wir haben nicht ein einziges Mal über fucking Augen gesprochen. Warum kommt ihr jetzt damit? Das hätte ich doch schon viel früher wissen können. Weil wir relativ früh in der Pandemie gelernt haben, die Aerosolkomponente einfach wichtiger ist. Wir heißt du. Nein, aber nein, sowohl Alexa als auch ich offensichtlich den gleichen Wissensstand haben. Alexa, bitte sehr. Ich wusste das deshalb, weil meine Schwester mir das gesagt hat. Meine kluge Schwester, die ihres Zeichens Ärztin ist. Und du hast es mir auch nicht gesagt. Daher kommt doch der Satz Augen zu und durch. Genau, ich setze Maske auf, mach die Augen zu und durch. Und lauf einfach für mal. Für viele andere Dinge ist Augen zu nämlich keine gute Idee. Das kommt, das ist wirklich krass. Das sagt ihr mir jetzt, aber wenn ich so eine Ray Charles Brille hätte, quasi, die auch an der Seite so ein bisschen zu ist, oder so diese Sonnenbrillen, wo es an der Seite kleiner ist. Und ein FFP3-Schal. Und ein FFP3-Schal. Und oben drüber noch ein Taucherhelm. Und zu Hause bleibe. Und nicht vor die Tür, im Keller. Aber der Keller ist auch schwierig. Keller ist schwierig, weil da haben wir die Radonbelastung, die wir gelernt haben. Wusstest du das, Carsten Watzel, kennst du die Radonbelastung in Kellern? Ja. Ja, natürlich. Ja, also klar, also du hast halt, ist halt gebietsabhängig, aber du hast teilweise in einigen Gebieten durch die natürliche Radonbelastung mehr als wenn du neben dem Kernkraftwerk wohnst.
Ja, das sowieso. Machen wir die nächste Frage, Tommy. Ja. Er weiß alles, wird hier geschrieben. Ja, genau. Er hat das Ferngespräch. Nee, der wusste vorher. So, also. Er schreibt, Shorty the Goalie, mein Kind, das einzige mit Brille in der ganzen Kita, bringt jede Infektionskrankheit, die rumgeht, mit. Also du, grundsätzlich muss man ja sagen, du hast ja unterschiedliche Infektionswege. Du hast die Aerosolkomponente, die du bei so Sachen wie Windpocken oder eben halt auch bei Covid dummerweise hast. Du hast bei den Schnupfenviren welche, die halt über Tröpfchen primär übertragen werden und welche, die halt über Schmierinfektionen primär übertragen werden. Also du fasst auf irgendeine Oberfläche drauf und fasst dir dann ins Gesicht. Genau, da hat Sophia gerade auch geschrieben. Halt Hände waschen. Es wurde gesagt, man soll sich die in die Augen nicht reiben beim Einkaufen. Das habt ihr tatsächlich anscheinend mal gesagt. Ja, klar. Danke. Also das hilft halt gegen die Schmierinfektionskomponente. So ein ekelhaftes Wort, Schmierinfektion. Was natürlich auch, ja, es ist ja auch ekelhaft. Nee, sprich weiter. Ich wollte einfach nur sagen, dass das ekelhaft ist. Ja, also das macht halt bei Covid einen relativ kleinen Teil der Infektionen aus, aber natürlich reduzierst du darüber auch das Risiko, dass du dir halt die Hände desinfizierst, nachdem du den Einkaufswagen angefasst hast und dir halt nicht ins Gesicht fasst. Ja. Klar. Vielleicht gibt es auch Kaugummi was für die Augen. Ja, und Happy Bernhard schreibt im Notfall die Augen desinfizieren. Ja, genau. Ja. Mit der Augendusche. Zwei, ich sag's nicht, ein Gedanke, aber genau, Kaugummi, Augenkaugummi. Augenkaugummi. Ja, schön mit den Liedern. Nein, der heißt einfach nur Augummi. Ich glaube, wir kriegen den nächsten Hashtag aus unserem, der Augenkaugummi. Oh, der Augummi. Ah, da steht, der FFP3-Schal ist laut Website nicht zertifiziert. Ja, super. Ja, gut. Okay. Dann darfst du ihn halt nicht im Krankenhaus benutzen. Ja. Adäquat gefertigt ist, wieso? Könnte er dich aber trotzdem. Was heißt denn jetzt zertifiziert? Heißt doch, dass es dann nicht diese. Als Medizinprodukt geprüft. Das kostet ja auch Geld und ist sehr aufwendig. Und manchmal macht man das dann nicht und dann ist es nicht zertifiziert. Das heißt ja nicht, dass er durch die Zertifizierung durchgefallen ist. Das müsste man jetzt den Hersteller fragen. Habt ihr das überhaupt angestrebt, dass ihr zertifiziert werdet? Heinz Böttcher schreibt, er ist nicht mal FFP2. Aber heißt es dann nicht, dass er nicht. Das kann trotzdem sein, dass er diese Wirkung von FFP2 oder 3 hat, er ist nur nicht zertifiziert. Ja klar, kann er schon haben. Du weißt es halt, du hast es halt nicht nachgewiesen. Wenn es jemand gemacht hat, der die Standards von FFP3 irgendwie angewendet hat, du musst dann halt sozusagen dem Hersteller vertrauen, dass der das ordentlich macht. Okay. Wenn ich Long-Covid habe. Und das entsprechend, das Konzept auch entsprechend durchdacht hat, logisch. Weil das kann ja auch bei diesem Schal theoretisch sein, dass du dran vorbei atmest oder sowas. Schau mir den an. Der Lars Fischer vom Spektrum der Wissenschaft trägt den Schal auch. Das ist tatsächlich ein Grund. Okay. Ich möchte gerne wissen, wenn ich Long-Covid habe, sollte ich dann eine vierte Impfung anstreben, während ich Long-Covid-Symptome habe? Ja, also wie gesagt, da ist halt die Studienlage geteilt. Bei einigen Leuten hilft es sogar, dass dann die Symptome weggehen oder weniger werden. Bei wenigen kann es sogar auch schlimmer werden. Bei der überwiegenden Zahl oder so bei der Hälfte der Leute hat sich nichts getan. Das ist ja so eine Studie, die ich kenne. Also es gibt jetzt keine generelle Impfempfehlung bei Long-Covid, kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Und wie finde ich das raus? Gar nicht. Kann es ausprobieren. Im Moment, man kann es ausprobieren. Im Moment gibt es keine besseren Studien. Also wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon, es gibt keine Therapie, es gibt keine Heilung dafür und von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Impfung eine von diesen Maßnahmen wäre. Okay. Fruchtiger Moment hat einen sehr lustigen Alias und schreibt, was hält Carsten, das heißt natürlich auch ihr anderen, von der sagenumwobenen Schleimhautimmunität? Ich wusste nicht, dass sie sagenumwoben ist. Gibt es die, wenn neue Varianten eine Immunflucht aufweisen? Also Schleimhautimmunität heißt ja im Prinzip nur so, dass ich, wenn ich das Virus einatme, kommt es ja zuerst auf meine Schleimhäute, also im Mund, Rachen und in die Lunge. Und um das Virus dort gleich zu bekämpfen, bräuchte ich sehr viele Antikörper, die es auch gibt, IgA heißen die, die auf den Schleimhäuten leben. Ja. Und die können das Virus sofort abfangen und neutralisieren. Und dann ist es so, ich atme das Virus ein, es wird sofort neutralisiert, ich stecke mich nicht an, ich bin immun. Diese Schleimhautimmunität bekomme ich zwar durch die Impfung in den Oberarm, dass ich danach in der Lunge ein paar Antikörper habe, das ist aber gar nicht so prall. Die kriege ich viel besser, wenn ich auch
das Virus oder die Immunreaktion mal in dem Bereich hatte. Sprich, wenn ich eine Infektion hatte oder, und da sind wir wieder bei den neuen Impfstoffen, wenn es einen Impfstoff gäbe, den ich über so ein Nasenspray oder Inhalation nehmen könnte. Und da sieht man, da gibt es Studien dazu, die zeigen, sehr schön, wenn ich geimpft bin und habe dann die Infektion, dann habe ich eine sehr schöne Schleimhautimmunität zum Beispiel. Und das kriege ich auch hin bei Tieren im Tierversuch, wenn ich die zuerst mal impfe und dann über so eine Inhalation nochmal über diese Atemwege impfe, also einen neuen Impfstoff mache. Und das wäre auch für Corona in der Zukunft eine Maßnahme. Daran wird gearbeitet. Wenn man solche Impfstoffe hätte, dann würde man mit solchen Impfstoffen auch wieder eine bessere Immunität gegenüber der Ansteckung schaffen. Ja, wobei, darüber reden wir jetzt auch schon seit über einem Jahr. Ich habe mir das gerade jetzt im Vorfeld nochmal angeguckt, wie eigentlich da die Lage ist. Und da muss man sagen, da hat sich eigentlich in den letzten 12 Monaten nicht viel getan. Es gibt ja so eine Tabelle, da wird schon am Menschen, es gibt schon Studien am Menschen bis hin zu Phase 3, ja. Aber jetzt noch nichts, was so in großen Mengen gemacht wird, mit großen Studien, was schon wirklich als Zulassungsstudie wäre. Es gibt die Phase 3-Studie von Codagenix, die aber im Prinzip, das ist eingeschlossen in eine große WHO-Studie, wo man auch schon relativ lange wieder nichts mehr von gehört hat. Ansonsten gibt's, was noch so intranasal ist, ein chinesisches Projekt und ein indisches Projekt, die schon in Phase 3 sind. Die fangen aber relativ erst an mit der Phase 3. Insofern, wie man auf Englisch sagt, don't hold your breath. Ja. Ja. Und Carlos Kohle schreibt, heißt das in dem Fall nicht Nase 3-Studie? Und ich will aber nochmal an der Stelle, weil ich spüre so ein bisschen, dass es da, man jetzt sagen könnte, oh, dann hole ich mir doch nur eine Schleimhautinfektion, die ist ja viel besser. Also wer hat Omikron, bitte jetzt tief küssen, anhusten, vielen Dank. Man kann so eine Immunität besser aufbauen, wenn man geimpft ist und keinen schweren Verlauf hat. Und auch durch normalen Impfungen, die wir bisher alle haben, sorgen wir dafür, dass wenn wir uns infizieren und erkranken und dann so eine Schleimhautimmunität aufbauen, wir das deutlich besser verkraften können. Mhm. Also der Gedanke kann jetzt bitte nicht sein, brauche ich mich ja gar nicht impfen, stecke ich mich einfach an, dann ist der Käse geschnitten, ist die schlechtere Variante. Und Dumbly Downer schreibt gerade, viel Glück dabei, den Querdenkern zu erklären, dass die Inhalationsimpfung nicht über Chemtrails verteilt wird. Ja. Das wär schön. Ja, aber echt. Ich sage ja immer wieder, wenn ich was ausbringen wollen würde, würde ich das über das Trinkwasser in Deutschland machen. Na klar. So wie mit dem LSD. Viel einfacher. Genau. Als über Chemtrails. So, Alexa, du hattest das Privileg, heute nicht so oft angeschossen zu werden. Darum habe ich wiederum jetzt das Privileg, dich zu fragen, würdest du jetzt aufgrund dessen, was du jetzt hier alles so gemütlich zugehört hast, so ganz entspannt, eine Art Fazit ziehen können? Ja. Für dich, kann ja gerne an privat emotionales sein, aber vielleicht auch. Also mein Fazit wäre, es ist halt noch nicht vorbei. Wir müssen weiter aufpassen. Wir müssen uns weiter impfen lassen. Wir müssen versuchen, uns auch so ein bisschen weiter zu informieren. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man dann so tolle Leute hat, die einem das so wunderbar erklären können. Ja. Das hat mir auch nochmal geholfen heute Abend. Und generell wäre mein Fazit so, dass es relativ krass ist, wie wir mit Krisen umgehen. Also ein Teil von mir, der da so immer so einen Schritt zurücktreten kann, der findet es sehr, sehr abgefahren, dass wir Leute uns gar nicht so verändert haben über die Jahrzehnte. Wenn man mal so auf frühere Pandemien guckt oder Epidemien, wie die Leute da so drauf gewesen sind, gerade in der Moderne und damit umgegangen sind. Da hat sich nicht allzu viel getan. Und insofern müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt möglichst viel aus dem Quatsch lernen, den wir gerade mitgemacht haben, und uns wappnen für die nächste Pandemie, weil die kommt bestimmt. Und da müssen wir einfach haben, jetzt analysieren. Das Verhalten hat sich auch gegenüber dem Spätmittelalter nicht so viel verändert. Nö, nee, genau. Also, aber gerade das natürlich irgendwie, wenn du jetzt auf die späten Pestepidemien guckst und die ganzen anderen Geschichten, die Grippeepidemie 1918 und so weiter, da kannst du echt deutliche Parallelen ziehen. Und insofern ist es immer praktisch, wenn man solche Situationen dann hinterher analysiert und dann versucht, sowas einzubauen in zukünftige
Pläne, Vorsorgemaßnahmen und einfach auch mit einkalkulierst, wie wir Leute so drauf sind, dass es immer welche gibt, die nicht mitmachen, die nicht eigenverantwortlich sind und die nicht auf andere Leute schauen, nur auf sich selbst gucken und dass man halt möglichst gut versucht, damit umzugehen. Wir haben ja noch so ein, zwei andere Probleme und Baustellen, an denen wir so schrauben müssen in nächster Zeit. Und wir können ja mal sagen, dass du tatsächlich im Gegensatz zu mir in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen bist, in den Zügen in ganz Deutschland für ein Projekt. Und warst auch viel mit anderen Menschen durch dieses Projekt zusammen und hast dich jetzt zumindest aktuell nicht infiziert, weil du halt... Weil ich jedes Mal, wenn ich einen Raum betreten habe, die Maske gezückt habe, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten um mich rum. Sogar, ich war mit jemandem unterwegs im Auto, der selber total penibel ist und aufpasst. Und ich habe trotzdem auch auf langen Autofahrten, die irgendwie sich sehr zogen oder so, Maske getragen. Wow. Es ist halt super nervig, aber wenn man es noch irgendwie vermeiden kann, sich das Ding zu holen, dann sollte man es auch tun. Und es hätte trotzdem passieren können, aber du hast das Risiko halt massiv dadurch gemindert. Genau. Das Risiko minimiert. Das ist mir aber, passiert mir aber auch regelmäßig jedes Mal, wenn ich ein paar Stunden im ICE unterwegs war, ist dann nach meiner Corona-Warn-App hoch. Genau. Das auf jeden Fall. Ja, das geht nicht anders. Mhm. Wo man der, also es wird ja heutzutage nur noch ein oder also jetzt in diesem Jahr, Stand jetzt Sommer, nur noch ein sehr relativ kleiner Teil der Infektionen tatsächlich so weit gemeldet, dass du das auch in der App überhaupt drin hast. Also du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass du wahrscheinlich doppelt so viel Kontakte, vielleicht dreimal so viele Kontakte mit Infizierten hast, wie die App tatsächlich. Also und die App ist ja nochmal, wie viele von denen, die tatsächlich infiziert sind, haben dann die App. Also das ist... der Effekt, du erwischst ja nur einen ganz kleinen Teil damit. Ja. Ich sehe gerade im Chat wird geschrieben, die blaue Tasse sei nicht im Shop verlinkt. Ich habe sofort der Steffi Engel Bescheid gesagt, die wird das hoffentlich schnell nachholen. Ich wünschte, es wäre bei Corona auch so einfach, dass man einfach eine Steffi Engel anrufen kann und sagen kann, kannst du mal eben das im Chat verlinken, damit wir alle wieder gesund sind. Das wäre was. Aber wenn alle die Steffi Engel anrufen würden, das wäre, glaube ich, für die Steffi Engel. Das wäre ziemlich anstrengend für Steffi. Selbst für sie, ja. Selbst für die, genau, obwohl sie sehr reaktionsfreudig ist. Holm. Du bist derjenige, der nach wie vor ein sehr hilfreiches und aktuelles Buch zücken kann. Hast du es zufällig da? Für alle, die neu hier sind und es noch nicht haben. Ich glaube, die meisten Leute, die hier heute zuschauen, haben es entweder oder wissen davon. Ich habe da mal was da, ja. Fakt und Vorurteil, ein sehr, sehr hilfreiches Buch, gerade wenn ihr irgendwie Schwurbler in der Firma oder in der Familie habt, ist dieses Buch nachweislich hilfreich. Viele Menschen im Chat werden das so bestätigen. Carsten, was ist mit deinem Buch? Ich habe keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Aha, aber der Holm schon, oder was? Was ist da eigentlich los? Ja, er ist halt besser organisiert als ich. Nein. Gibt es etwas, worauf du hinweisen möchtest? Kann auch irgendjemand anderes oder ein anderes Buch oder irgendeine Website sein, von der du überzeugt bist, dass die eine große Hilfe ist? Puh. Machst du noch Videos eigentlich? Ich mache keine Videos mehr, weil ich keinen habe, der die schneidet. Außerdem ist es halt auch von der Aktualität. Ich glaube, ich bin auch auf Twitter jetzt weniger aktiv, einfach auch, weil es nicht mehr so viele Studien gibt, die jetzt so viel Neues machen. Impfen wirkt immer noch und hilft auch immer noch. Und es sind auch Leute, die jetzt vor über einem Jahr geimpft worden sind, immer noch nicht tot umgefallen. Also diese Langzeitfolgen gibt es immer noch nicht. Okay. Aber da kann man halt nur so viel Videos drüber machen. Möchtest du irgendwen oder was empfehlen oder irgendwas, was dir aufgefallen ist, was du gut findest? Oder willst du vor irgendwem warnen? Sagen Sie keine Namen. Steg! Stör! Ich hab was mal. Ja? Nee, ehrlich gesagt, nein. Also, nö. Aber vielleicht mal so ein bisschen auch Positives. Also wir haben zwar jetzt, wenn man das vergleicht, in diesem Sommer, wir haben Inzidenzen, die wir noch nie in einem Sommer gehabt haben. Das ist wahr. Also verglichen mit letztem Sommer haben wir viel mehr Infektionen. Wir haben auch viel mehr Menschen auf der Intensivstation, einfach weil wir so viele Infektionen haben. Das verglichen stimmt. Mit dem letzten Sommer haben wir mehr Menschen. Verglichen mit dem letzten Sommer. Ja.
Ja, immer mit dem Sommer. Weil die letzten zwei Sommer haben die Leute Corona wirklich vergessen, weil wir einstellige Inzidenzen hatten. Und dann waren sie immer überrascht, dass auf einmal im Herbst immer noch Corona da war oder schon wieder. Und das passiert uns dieses Jahr zwar nicht. Und daran merkt man einfach, wie ansteckend dieses BA5-Biest ist, dass obwohl wir diesen saisonalen Effekt haben, der ist jetzt diesen Sommer nicht ausgefallen, der ist immer noch da, wenn wir darüber reden, dass man sich auf Festivals weniger ansteckt. Das ist einfach, weil die Dinger draußen stattfinden. Dieser Effekt ist immer noch da, aber BA5 ist so ansteckend, dass er dagegen anstinken kann und immer noch eine Inzidenz von über 700 macht. Wir sind aber auch unvorsichtiger als letzten Sommer noch. Natürlich, das auch. Aber dann kann man sich aber mal vorstellen, was dann jetzt im Herbst passiert zwar mit den Inzidenzen, mit den Infektionszahlen, wenn BA5 immer noch da ist und dieser saisonale Effekt wegfällt. Dann kommen wir wieder in die 1000, 2000er Inzidenzen. Das einzig Gute, was man daran wirklich aber auch sagen muss, ist, wir haben jetzt eine Grundimmunität erlangt, die wir vor einem Jahr noch nicht hatten. Ja, also wir haben weit über 95% wahrscheinlich der erwachsenen Bevölkerung hat eine gewisse Immunität durch Impfung, Infektion oder Kombination davon. Und das kann das Virus nicht einfach so komplett umlaufen. Es wird keine Virusvariante geben, wo wir wieder bei Null anfangen. Ja, selbst zukünftige Varianten, die eine gewisse Immunflucht haben, heißt nicht, dass sie der Immunität komplett entgehen, sondern dass sie ihr nur teilweise vielleicht sie austricksen. Aber die Grundimmunität wird uns immer noch schützen und gerade uns vor schweren Verläufen bewahren. Und von daher gehen wir jetzt mit ganz anderen Vorzeichen auch in den nächsten Winter und in den Herbst rein. Wir werden Maßnahmen brauchen. Also wenn wir jetzt darüber diskutieren, was soll man machen? Also Masken, wir wissen, dass die funktionieren. Die brauchen wir wieder in Innenräumen. Das muss auch wieder passieren. Was wir aber, glaube ich, nicht machen müssen, ist, dass wir komplette Wirtschaftszweige wieder zumachen. So weit muss es dann auch nicht gehen. Wir werden mit vergleichsweise wenig Maßnahmen wahrscheinlich durch den Winter kommen. Es werden sich Menschen infizieren, es werden Menschen daran sterben. Das ist einfach leider so. Und dann, wenn alles gut läuft, dann glaube ich, dass einige Leute sich dann hinstellen und sagen, siehst du, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir in der endemischen Phase. Ich glaube nicht, dass es jemand traut, sich vor diesem Winter schon dahinzustellen und sagen, jetzt haben wir es geschafft. Sondern es wird retrospektiv passieren wahrscheinlich. Und wahrscheinlich wird das, was uns im Winter dazu zwingt, Maßnahmen zu ergreifen, gar nicht mal so sehr die Überlastung der Intensivstationen sein, sondern wahrscheinlich eher wieder der Effekt, dass einfach in allen möglichen Branchen viel zu viele Leute gleichzeitig krank werden. Mhm. Genau. Also wir werden mehr Probleme mit vielen Erkrankungen gleichzeitig haben, als mit vielen sehr schweren Erkrankungen gleichzeitig. Ja, wir haben zum Beispiel ein ganz massives Problem in der Musikbranche. Es gibt keine Röhren mehr für Gitarren, Röhren, Verstärker. Das muss man sich mal vorstellen. So weit ist es schon gekommen. Das ist krass, ne? First World Problem, absolutes Luxusproblem, aber irgendwie auch krass. Man merkt doch in der Elektronikbranche total generell diesen harten Lockdown, den Shutdown, der in China stattgefunden hat, der macht sich bemerkbar. Ich versuche gerade für meinen anderen Beruf ein aufwendiges Medizinprodukt zu bestellen. Die Lieferzeiten sind abenteuerlich. Also du könntest für richtig viel Geld für ein Gerät ausgeben, ist aber nicht lieferbar, weil die Elektronikbauteile so schwer zu bekommen sind. Und das ist ja nicht nur in der Elektronik, es ist alle möglichen Branchen, wo alle möglichen Produkte irgendwie, wo irgendein Zulieferer ausfällt, sei es, weil er in China sitzt oder sei es, weil er in Russland saß oder also also die Röhren, es geht im Moment alles Mögliche durcheinander. Die Röhren haben es, glaube ich, China und auch Russland und da haben wir dann nochmal andere Gründe. Aber ich merke es zum Beispiel, ja, so bei Elektronik ist es total krass, es ist wirklich krass, weil ich bin das natürlich so gewöhnt. Ich habe heute mit den lieben Kollegen bei Vox, die mir ja ab und zu Sachen leihen, gesagt, da, ihr habt ja diesen Minigo 10 Amp, die kleinere Version davon, total geil, ich bin jetzt demnächst auf dem Festival mit Jawal, da kann ich den da mitnehmen, ist akkubetrieben, total cool, kann ich mir den mal ausleihen? Sagt er, nein. Dachte ich erst, oh Gott, habe ich was Falsches gemacht? Bin ich raus aus der Nummer? Ja, okay, kann ich ihn kaufen? Und dann hieß es, nein, ich kann dir den nicht organisieren. Wir haben sie nicht. Wir machen Werbung dafür. Aber, und das ist unser aktuelles Produkt und wir kriegen die nicht her. Die Leute wollen den haben, das ist ein totaler Erfolg, das Ding, auf dem Papier, aber sie kriegen ihn nicht her. Er sagt ja, vielleicht September. Und das ist man einfach gar nicht mehr gewöhnt. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir dann, vielleicht ist das aber auch wieder, jetzt ohne dass ich den Leuten bei Vox wünschen möchte, dass es so bleibt, ein ganz vorsichtiger Schritt hin zu einer neuen Normalität vielleicht, dass nicht immer alles sofort direkt da ist, egal was es kostet, egal was es für Probleme macht. Vielleicht ist das auch mal okay, wenn was, sag ich mal, keine Ahnung, nicht nach 2 Tagen da ist, sondern, also nach 3 wäre vielleicht ganz schön. Ich meine, nach 2 Wochen, weil das ist ja auch kein Problem wirklich meistens.
Ich weiß nicht. Also ich finde es interessant, mal so einen Reality-Check mit sich selbst zu machen. Wobei ich sagen muss, bei Gitarrenverstärkern hört der Spaß auf. Ich will den morgen haben, sonst gibt es hier echt Achterbahn. Das ist natürlich klar. Aber ich glaube, wir müssen uns sowieso darauf einstellen, dass manche Dinge sich verändern werden und dass vielleicht auch nicht mehr, also jetzt mal abgesehen von der Pandemie, dass vielleicht nicht alles wieder ganz genauso wird wie vorher. Ja. Das ist natürlich etwas, das einem erstmal Angst macht, weil Veränderung uns, glaube ich, generell gerne mal Angst macht. Wir müssen nur halt schauen, dass wir versuchen, da auch eine Chance drin zu sehen, weil uns jetzt diese ganze Zeit und die Krisen, die jetzt noch dazukommen, vor Augen führen, dass wir in der Vergangenheit Verschiedenes falsch gemacht haben und jetzt noch gerade die Möglichkeit haben, richtig abzubiegen und einige Dinge vielleicht auch richtig zu machen. Mhm. Und wenn wir das Ganze als Chance sehen, das klingt jetzt irgendwie wie in einer Werbung, dann kommen wir vielleicht aus der Nummer wieder raus, weil sonst schaut es nämlich wirklich finster aus. Also dass der Überfall auf die Ukraine auf schreckliche Art und Weise dafür gesorgt hat, dass wir jetzt an den erneuerbaren Energien trotz Lindner und Co. arbeiten, das finde ich ja ganz fantastisch. Also fantastisch im Sinne von, nein, Krieg finde ich nicht fantastisch, aber gar keine Frage. Ich bin gerade so am Schmunzeln, weil natürlich innerhalb der Pandemie auch die ganzen Schwurbler angefangen haben, über den Great Reset rumzuschwurbeln und daraus eine antijüdische Verschwörungserzählung zu spinnen, die ja ganz grässlich ist. Aber es lustig ist, wenn man das Buch von Klaus Schwab, dem Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, The Great Reset, ist ja eigentlich ein Buch, wenn man das liest, da macht sich das Weltwirtschaftsforum genau um diese Aspekte Gedanken und sagt, ich glaube, mit diesem knallharten Globalisierungskurs tun wir uns als Weltwirtschaft nicht so ganz einen Gefallen. Und das ist so, wo ich dann, wenn man das mal liest, dieses Buch, und sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass die Turbokapitalisten sagen, vielleicht sollten wir nicht alle Erbsen in ein Töpfchen tun. Also wenn die das schon sagen. Wenn alle in Indien krank sind, dann kriegen wir plötzlich keine Medikamente mehr. Das ist auch nicht gut. Dann kosten die zwar 10 Cent weniger, aber wenn wir die dann nicht mehr haben, die Generika, ist halt auch schwierig. Dann sterben wir hier trotzdem. Das ist Aber ich sag mal, das ist ja originär das, was das Weltwirtschaftsforum eigentlich immer gemacht hat. Also das ist ja, Aber dafür ist auch nicht neu. Also. Nein, aber das ist so interessant, dass das jetzt gerade nochmal dieser Great Reset vor all diesen Themen das nochmal so adressiert hat, und die Schwurbler benutzen das unter einem völlig falschen Vorzeichen. Sollten sich mal die Mühe machen, sich das mal durchzulesen, weil das ist gar nicht so dumm, was da drin steht. Also Carsten, du hast nichts empfohlen. Habe ich das richtig so verstanden? Ne? Du möchtest einfach auch niemandem hier eine Chance geben oder irgendwas. Das ist einfach alles egal. Kann man denn Mitglied in der Gesellschaft für Immunologie werden? Man kann natürlich Mitglied in der Gesellschaft für Immunologie werden. Wobei du brauchst zwei Bürgen. Du brauchst zwei Leute, die sagen, dass du auch da reingehörst. Mitglieder. Okay. Also Tommy und ich würden jederzeit für alle bürgen. Nee, für uns gegenseitig. Dann würde der Holm anrufen und würde sagen, denk da vielleicht nochmal drüber nach. Okay. Ich vermute, die Bürger müssen aus der Gesellschaft sein, oder? Also wir sind ja gar nicht so eine kleine Gesellschaft. Also wir sind so knapp 2.500 Mitglieder. Ja. Aber bringt das, also ich meine, bringt das was, so eine Nappsülze wie mich jetzt in so einer Gesellschaft zu haben? Ist doch Quatsch. Klar, natürlich. Ach so, weil ich Geld bezahle. Nein, ist natürlich Quatsch. Also wir sind da eine Interessensvertretung der Immunologen in Deutschland. Welche Interessen können wir denn für dich vertreten da? Ja, null halt. Aber für alle. Also wir sind ja kein, also man muss ja auch sagen, die Immunologie, wir sind ja kein Ärzteverband, wo wir jetzt zum Beispiel eine gewisse Krankheit hatten, wo wir dann auch zum Beispiel Patientenvertreter drin hatten oder so. Es ist wirklich, man muss ganz klar sagen, die Immunologie oder die Deutsche Gesellschaft für Immunologie ist überwiegend von Leuten, die Immunologie in Grundlagenwissenschaften vertreten und Forschung machen, weil die Immunologie gibt es zwar in vielen klinischen Fächern, aber dann sagt halt der Rheumatologe, er ist ja Immunologe, oder der Dermatologe sagt ja, er ist Immunologe, und der und also das ist halt in so vielen Fächern vertreten, deshalb haben wir gar nicht so viele Mediziner bei uns, sondern sind sehr viele Naturwissenschaftler oder forschende Mediziner. Aber so einen Dophologen wie mich braucht es dann einfach da nicht.
Hast du gerade gelacht? Ja, das ist, warum ist leider so. Tut mir leid. Also, ich bin ja auch kein guter Musiker. Richtig. Keine Ahnung, vielleicht wärst du es ja, wenn du... ich kann ja immer nur wieder sagen, dass deine wunderbare Lebensgefährtin gesagt hat, ich wusste nicht, dass Carsten Spider-Man ist. Das komme ich nicht drüber weg. Das ist so großartig. Lasst euch das von jemand anders erklären. Hoxilanten, habt ihr denn was ihr empfehlen möchtet? Und wenn es euer eigener Podcast ist? Den kann man durchaus hören. Für alle, die den Podcast hören, werden sie diese Woche hören, dass wir das Corona-Update vorgezogen haben, dass das auch schön aktuell als Podcast läuft. Deswegen kann ich auch sagen, dass wir am Sonntag den Kurzfilm Nazis in Neuschwabenland, den animierten Kurzfilm, auf dem History Channel am Laufen haben. Ich habe gar keine Ahnung, wo man das gucken kann, aber Menschen werden das wissen, wo im man den Fernsehen. Ja, aber der ist ja irgendwie, glaube ich, in irgendwelchen Paywalls oder so. Keine Ahnung. Und es soll das aber auch on demand geben. Also insofern kann man sich da den animierten Kurzfilm anschauen. Und ich glaube, Sophia platzt, wenn wir nicht erwähnen, dass es am Donnerstag irgendeine Sendung noch gibt. Wir sind uns aber selber gerade noch nicht so ganz einig darüber, ob wir einen Pärchenabend veranstalten oder alle bekloppt machen. Das aber irgendwas wird kommen. Und genau. Die Steffi Engel, als ich ihr geschrieben habe, du, die Waldmaikstasse ist nicht im Shop verlinkt. Was meint ihr, was sie geantwortet hat? Doch. Jetzt doch. Jetzt nein, einfach nur doch. Habe ich gewusst? Ich habe es gesagt. Doch. Habe ich gesagt? Ja. Doch. Okay, dann ist ja alles gut. Das ist wie im Hotel, wenn du an der Rezeption anrufst und sagst, bei mir ist kein Klopapier, dann sagen die, müsste aber. Das wäre dann mein Bruder, der sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass das nicht geht. Sag ich, du, bei mir das Netzwerk, es funktioniert einfach nicht, das kann nicht sein. Okay. Genau. Müsste aber. Dann, müsste aber. Wenn es nicht sein kann, dann klicke ich doch jetzt mal, lade mir dieses File hier runter. Dumpti-dumpti-dumm. Es funktioniert nicht, es müsste aber gehen. Okay. Gut, ich klicke auf. Und als letzter Hinweis noch, falls es Leute gibt, die nicht Carsten Watzel sind und somit sich nicht für Musik interessieren, sondern Leute, die sich für das Machen von Musik interessieren, könnt ihr, wenn ihr wollt, auf den Link klicken, der jetzt hier gleich kommt. Ich habe nämlich bei Thomann, dieser Musikalienversand, die meisten Sachen, die ich so als Equipment verwende, einfach mal verlinkt und da kriege ich dann ein erschreckend geringen Affiliate-Bonus. Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen, aber angeblich funktioniert das. Also genau hier, Bitly TomTom habe ich es genannt, saulustig, Wortspiel. Wenn ihr da draufklickt und darüber was kauft bei Thomann, egal was ihr kauft, kann es sein, dass ich was davon bekomme. Wie gesagt, das ist gerade erst angelaufen, ich bin total gespannt. Aber kauft doch einfach Thomann leer und ich sag euch dann, ob es was gebracht hat. Ich kann generell sagen, dass Thomann übrigens einer der ganz wenigen Händler in Deutschland, außer dem großen amerikanischen Krakenhändler, der also sowieso alles überrannt, einen super Kundenservice hat. Ich kaufe professionelles Equipment im Audiobereich auch immer bei Thomann und habe schon ein, zwei Mal Fälle gehabt, wo was kaputt war. Das war absolut problemlos, rasend schnell. Die sind super bei Thomann. Ja. Also ich kriege da nichts dafür, aber ich finde Thomann als deutsches Unternehmen super. Genau, es ist natürlich schon so, das muss man sagen, dass viele kleinere Musikläden da sehr ächzen darunter, weil Thomanns Preise kannst du halt unmöglich. Wieder das Problem. Ja, das ist generell ein Problem. Da wisst ihr, worüber wir mal sprechen müssen, gleich Carsten. Ich habe so langsam das Gefühl, wir halten dich als Geisel. Alles gut. Dass ich diese Theorie in meinem Hirn habe. Also alle Leute, die jetzt im Einzelhandel arbeiten, von den Zuschauern, die jetzt hier gerade dabei sind, ich stelle nur eine Frage in meinem Hirn. Das heißt nicht, dass ich euch die Geschäftsaufgabe wünsche, aber nur jetzt als Gedankenplanspiel, nur so unter uns, wir sind jetzt unter uns. Ist es nicht generell ganz schlau, wenn man Dinge eher bestellt und dann die Postleute, die das sowieso jeden Tag hierher fahren und Briefe bringen, mir dieses Zeug aus dem Zentrallager herfahren, anstatt dass ich in die Stadt fahre und dann da nach Sachen suche und die dann kaufe, die auch dorthin gefahren werden müssen und aus Lagern. Ist das also nicht vielleicht ganz schlau? Das ist, naja, dafür hast du dann da, wenn du natürlich der Einzelhandel wird natürlich in größeren Verpackungen beliefert und das ist eine wahnsinnig komplexe Sache. Ich glaube, dass sich das so eindeutig nicht sagen lässt. Generell muss man natürlich schon sagen, im Einzelhandel wandelt sich wahnsinnig viel. Ich stamme ja also meine Eltern hatten noch ein Einzelhandelsgeschäft, das es heute in der Form nicht mehr gibt. Und man kriegt das ganz viel mit, dass da
viele, auch die jetzt gerade so mittelgroße Einzelhandelsgeschäfte übernehmen, sich halt fragen, wie geht's denn da jetzt weiter und mache ich jetzt online nebenher, mache ich jetzt, wie ist eigentlich meine Rolle, was bin ich, was mache ich eigentlich noch in 10, 20 Jahren? Mhm. Du kannst das gar nicht so eindeutig bewerten. Ich glaube aber auch tatsächlich, ich bin selber jemand, der sehr gerne und sehr viel online einkauft. Du hast dann andere Vergleichsmöglichkeiten, du kannst es halt nicht anfassen. Das ist halt, und ich glaube, letztlich musst du ganz viel sagen, es hängt davon ab, was du machst und was du willst als Kunde. Du wirst nicht sagen können, das ist jetzt aber ökologisch besser als das. Meinst du? Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich muss erst etwas in einen Laden karren, klar, da hat es dann natürlich größere Einheiten, aber die kann ich theoretisch auch in ein Zentrallager beim Rewe stellen, die große Einheit, und sie dann mit dem Briefausträger mitliefern lassen, die kleine Einheit, der sowieso bei mir vorbeikommt. Na gut, ich kenne mich da nicht genug aus. Also wie gesagt, dann hast du die Verpackung wieder auf der anderen Seite. Also es ist komplex. Ich glaube, es gibt keine eindeutig überlegene Lösung. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Man weiß ja auch nicht, kaufst du in deinem Ort ein, wo du wohnst, oder kaufst du in München ein? Ja, oder gehe ich zu Fuß zu diesem Einzelhandel? Das ist ja auch nochmal die Sache. Ja, ne? Genau. Und fährst du mit der S-Bahn nach München oder mit dem Auto? Und das hängt wieder davon ab, wie groß das Ding ist, was du daheim tragen willst. Also es ist nicht... Manche Sachen guckt man sich auch im Geschäft an und lässt sie sich dann trotzdem liefern. Weil sie dann billiger sind. Gehst du zum Mediamarkt und guckst, ich meinte jetzt eher, weil sie nicht nach Hause transportiert kriegst. Also, deswegen ist ja bei Mediamarkt in Hamburg zumindest, neben Saturn in Hamburg, war die Amazon-Domain geblockt. Du konntest im Laden nicht auf Amazon surfen, zum Beispiel. Ernsthaft? Ja, die haben die Domain geblockt. Wie hast du das denn rausgefunden? Zufall. Wurde mir erzählt. A friend of a friend of a friend. Ja, genau. Wobei man aber sagen muss, einen Vorteil hat der Einzelhandel, das Anfassen ist das eine. Also ich kann mich an meine Jugend an Einzelhändler erinnern, die einen beratend konnten, die auch wussten, ohne was Scheiß, sie verkaufen. Das ist für mich komplett vorbei mittlerweile. Ja. Also vielleicht bei Klamotten, wenn ich einen Anzug kaufe oder so, aber ansonsten. Ich wollte gerade sagen, das gab es früher, das gibt es heute nicht mehr, weil der Markt sich aber auch so verändert hat. Und das Problem ist, das waren früher dann gelernte Kräfte, Fachkräftemangel, die auch mehr verdient haben. Deswegen haben die Produkte im Einzelhandel dann aber auch mehr gekostet, weil man diese Beratung quasi darüber dann mitfinanziert hat. Und wenn man sagt, ist mir eh alles wurscht, ich lasse es mir kommen und schicke es dann zurück. Das ist übrigens ein großes Problem, Sachen kommen lassen und wieder zurückschicken, dann wird es ökologisch schwierig. Ja. Das haben wir uns selber wegrationalisiert. Für die Leute, die es noch gerne hätten, haben die Leute, die eher sagen, ist mir wurscht, ich weiß, ich mache mich online schlau. Lieber auch persönlich ab. Sehr schön. Der kontrollierte Warnwitz hat schon gesagt, er möchte gerne, dass wir nicht so off-topic reden. Das hast du jetzt wieder eingefangen. Außerdem möchte ich an der Stelle schon noch sagen, wenn ich eine Gitarre kaufe, die muss ich anfassen. Ich kann, weil dann kommt nämlich das, was Alexander gesagt hat, da muss ich die dreimal hin und her schicken, bis ich eine habe, wo ich finde, dass sie passt. Und das steht dann in keinem Verhältnis. Aha, bei Gitarren ist also dann doch das Anfassen. Ja, bei Orgeln ist das kein Problem. Da gibt es keine Seitenlagen-Thematiken. Das wäre meine Kirchenorgeln, muss ich immer vorher anpassen. Die Kirchenorgeln kommen immer von Amazon. Genau. Okay, also. Irgendwann, sehr, sehr lange Lieferzeiten übrigens. Irgendwann reden wir drüber. Irgendwann machen wir den Einkaufsführer. Wahrscheinlich nie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Insbesondere nicht nur an mein täglich dienstliches Fachgremium, sondern an dich, Carsten Watzel, dass du direkt nach deinem Urlaub es geschafft hast, uns live aus Australien mal wieder zuzuschalten. Vielen Dank. Du wolltest einfach keine E-Mails mehr von mir bekommen, Carsten. Mach mich das. Carsten, bei der Gelegenheit, wenn es ein Thema gibt, das dich ansonsten umtreibt, wo du findest, das müsste dringend hier mal besprochen werden, bitte sprich mit uns. Suche den. Ich rede immer sehr gerne mit euch. Aber vielleicht auch über Dinge, von denen du was weißt. Ja. Wie zum Beispiel Immunologie. Immunologie. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich weiß jetzt viele Dinge und vielleicht sehen wir ein paar von euch ja am Donnerstag mit einem Programm, von dem wir noch nicht wissen, welches es ist. Bis dann. So ist das. Ciao, Sie. Ciao, ciao. Bitte, bitte, entduck dich!